Stadt und Land. Pass gut auf jetzt miteinander. Eine Komödie spielen wir heut. Wir seid sicher gefreut. Wir seid gefreut. Jung und alt, jeder lacht doch heut und nur. Hört's zu. Vom Schuster ist die Rede. Er sein Geschäft nicht schlecht versteht. Dichten durch der Arbeit. Am Ende ein Genie. Der Thomas, der ist gar kein sonderbares Quacks. Der ist grad wie du und wie ich. Er hat nur kein Geld, aber Schulden grad nur. Drum lasst ihm sein geiziger Nachbar keine Ruhe. Aber der Westl sein pfiffiger Gesell. Der hält so sein Meister, wie's mich meiner sei. Wir zwiegen die Schuhe. Die Hauserin, die Kuli, draußen nimmt dazu. So, jetzt wisst ihr genau Bescheid über unsere Schwesterleid. Mehr verrohen wir nicht davon. Hört euch selber besonders, wenn er ein Schuster ist. Von der Schusterei wird man heutzutage nicht mehr fett. Und dass er mit der dummen Bürgschaft reingefallen ist, das hat ihn seine letzten Ersparnisse gekostet. Ja, das ist sein Pech, aber nicht meins. Ach, so ein Stiften. Was bin ich? Geh, wer redet denn von dir? Mein doch die Stifteln, die ich an den Schuhen einschlag. Ach so. Ich hab schon geglaubt, du meinst mich, hä? Du kriegst dein Geld schon. Sehr ja schon seit 10 Monaten. Dabei sind wir schon 1.000 Mark Mietzins schuldig. Ach, das ist noch lang kein Grund, dass du eine Zwangsräumung beantragt hast. Ich möchte bloß wissen, zu was du das Häusl da brauchst. Für meine Tochter, wenn sie mal heiratet. Geh, geh, deine damische Tochter. Was? Die geht in die Hütten da nicht rein. Heutzutage muss sie als Großbauerntochter modern sein. Nein. Da braucht sie doch ein Bad mit fließendem Wasser. Warum? Ist ihm seine Tochter eine Forelle? Aber fließendes Wasser haben wir auch. Geh einmal rauf in meine Kammer, da läuft das Wasser an der Wand runter. Nein, nicht der Thomas da wieder. Ich meine gerade, ich muss ihn herschauen. Ochsenbau. Ja? Der Thomas, der ist nach München gefahren und da bringt er Geld mit. Ja, ich möchte schon wissen, von wem. Verkauft er mein Gas, seine Fersel und seine Geschichten da. He? Das tut er auch. Ja, glaubst denn du, dass mir einer den Schmarrn abkauft? Wäre gescheiter gewesen, er hätte was gearbeitet, statt dass er dicht. Dann hätte er jetzt ein Geld. Der Thomas hat, solange ich ihn kenne, immer fleißig gearbeitet, nein, gell? Und wenn er in seiner freien Zeit einmal Fersel gemacht hat oder ein Theaterstück geschrieben hat, dann war das immer noch besser, als wenn er im Wirtshaus gesessen wäre und hätte sein Geld verspielt oder versoffen. Ach, ich streite mich da mit euch gar nicht lang rum. Ich habe euch das ausgerichtet, was mir mein Advokat geschrieben hat, und den Räumungsbefehl, den schickt er euch zu. Wenn der schuldige Hauszins nicht bezahlt ist. Für mich bist du ein Hammel. Was bin ich? Ein Hammel bist du! Du, hä? Du trau daher, du! Ja, Schone. Ja, ich kenn dich ja gar nicht mehr. Ja, ich kenn mich selber nicht mehr. Na, na, wenn nicht der Thomas kommen würde. Jetzt ist er vorgestern fort und heute ist er noch nicht da. Da weiß ich wirklich nicht mehr, was ich denken soll. Wer weiß, wo der noch überall hingehen muss. Du, ha? Vielleicht hat er eine kennengelernt, die ihn nicht mehr auslässt. Na, das glaube ich weniger. Dazu müsste er Geld haben oder Auto. Sonst lasst er gleich wieder zu Hause. Na. Du, mir essen. Ah ja. Tun wir zur Abwechslung einmal essen. Ach ja. Was gibt's denn? Heute gibt's Kartoffeln und die Mille. Das ist einmal was anderes. Gestern hat's Mille und Kartoffel gegeben. Da. So.
guten Appetit. Ja, den braucht man schon. Du bist aber auch nicht besonders scharf auf Kartoffeln, ha? Ja. Ich hätte heute nicht aufs Beste einen Appetit. Und 3 Tage liegen wir auf der Straße. Und wo soll ich mir das Geld hernehmen? Vielleicht bringt der Meister eins. Glaubst denn du, dass die in der Stadt was kaufen, was so ein Bauernschuster zusammendicht hat? Da sind schon andere da. Ja, das ist ja das, dass immer die anderen da sind. Aber wir könnten doch auch einmal zu den anderen gehören, oder? Da sind wir viel zu anständig. Da müssten wir schon sein wie... Wie die anderen. Schmeckt's dir nicht, gell? Doch. Ausgezeichnet. Hervorragend. Bloß kann ich nicht so viel Fett vertragen, weißt du? Also muss ich gleich einen Schnaps drauf trinken. Ich hätte auch lieber was anderes hingestellt. Okay. Ja. Deshalb habe ich es doch nicht gesagt. Ich wollte nur meinen Magen damit täuschen. Und der hat's gefressen. Jetzt hat man so. Die Welt will belogen sein, Conny. Und der Magen auch, musst du merken. Sorgen grad nur und dann noch nichts Gescheites zum Essen. Hab's auch, dass man gesund ist. Lieber reich und gesund, als wie arm und krank. Schau, was hat jetzt so ein Armer von seiner Krankheit? Nix. Weißt du? Ich geh jetzt zu meiner Schwester. Um ein Geld? Ja. Du wirst keine Ehre aufheben. Das kannst du ja denken. Aber ich muss doch was unternehmen. Wir können doch nicht dem Thomas alles allein überlassen. Wenn's nur was nützt. Da werde ich wieder allerhand zum Herrn kriegen. Oh, nee. Jetzt pass auf, Wastel. Es kann sein, dass ich heute nicht mehr heimkomme. Ja. Ich kann ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, ne? Ja, freilich. Wenn der Thomas kommt, dann müsst ihr euch heute allein helfen, gell? Ein Kaffee und ein bisschen Milch ist noch draußen. Ja. Kartoffeln sind wahrscheinlich auch noch da. Genügend? Ja, dann bin ich schon beruhigt. Und in dem kleinen Tiegel, da ist noch ein bisschen Fett drin. Da könnt ihr euch dann gräste Kartoffeln machen. Glaubst du, die hört nicht auf mit ihren Kartoffeln? Ja, geh nur zu, wir werden uns schon was zusammenbanschen. Und tut's mir ja sparen. Bei die Kartoffeln bestimmt. Oh, mei, oh, mei. Es ist ja sowas. Naja, es nützt ja nichts. Packen wir's wieder. Grüß Gott. Ja, das Fräulein Zinzel. Brauchen wir wieder mal ein paar Schuhdoppeln, hä? Ja, woher weißt jetzt du das? Ja, jetzt ist doch die Wallfahrer-Hochsaison. Es ist immer ein Segen für uns Schuster. Diesmal hast du es erraten. Da. Ja, sag einmal. Wo bist denn du gewesen, dass deine Schuhe gar so zerfetzt sind, hä? Im Maria-Schnee. Oje. Ja, das ist ja 12 Stunden zu Fuß. Ja, was tust denn du im Maria-Schnee? Soviel ich weiß, ist ja das eine Wallfahrt für einen Kindersegen. Ja, ja, eben, deswegen. Kinder sind ein Segen Gottes. Möchtest du heiraten? Ja, jedes Jungsmadel möchte heiraten. Ja, das stimmt schon, aber was sagt denn da dein Vater dazu? Der will's ja haben. Ja, und einmal muss ich's auch lernen. Was? Was heiraten? Ach so. Ja, darum lasst er ja auch das Häuser da herrichten. Mhm. Und ganz modern auch noch. Mit Bad und Zentrifugalheizung. Und darum wird der Thomas in ein paar Tagen auf die Straße gestellt, gell? Ja, mei. Da kann ich ja nichts dafür. Der Thomas könnte es ja anders haben. Der will ja nicht. Da möchtest du mir nicht sagen, wie. Wenn er mich heiraten täte. Ja, mein Vater wäre froh, wenn mich einer heiratet. Und ich will auch einmal Ehefrau werden. Na ja, das glaube ich da schon, aber ob dort der Thomas gerade der Geeignete dafür ist. Hm? Der Thomas ist nicht da? Nein, der ist nach München gefahren. Wann kommt er denn wieder? Ja, eigentlich müsste er schon seit 2 Tagen da sein. Okay, so lang kann doch ein Zug nicht Verspätung haben. Du kannst bei nicht so lang warten, bis deine Schuhe fertig sind, gell? Ja, ich mach mir jetzt Sorgen um ihn. Um wem? Um einen Thomas. Ob er nicht am Ende Sittlichkeitsverbrecher in die Hände gefallen ist. Der spinnt doch nicht. Ja, und warum dann nicht?
Ich hab's erst neulich in der Zeitung gelesen. Man warnt die Landbevölkerung, insbesondere die Jugend, vor den Gefahren der Großstadt. Drum fahre ich ja nur rein in die Stadt. Da soll's bloß so wimmeln vor lauter schillernde Frauen, hab ich gelesen. Mhm. Du, mit was schillernde? Ja, mit was schillernde? Mit den Augen schillern's, nicht? Ach, bloß mit den Augen? Dann erschüren's ja. Nein, da winken's. Ja, wie machen sie das? Ja, so. Und dann sagen's, komm mit, Bubi. Ja, und das sind die schillernden Frauen? Ja, das sind sie. Du, und auf das Lauf, da kriegt er jeder einen Mann. Ja, nicht jeder, aber oft. Das probier ich auch einmal. Na, sei so gut. Dann erschlag dich deinem Vater. Mit meinem Vater kann ich mich über sowas nicht unterhalten. Mit meiner Mutter erst recht nicht. Na ja. Fährt dich gut. Ich geh ja noch gar nicht. Vierte, hab ich gesagt. Vierte. Ja, was ist denn, was ist denn? Sag einmal, möchtest du da herin über Nacht bleiben, oder was? Nein, das grad nicht. Du, Wastl, wenn der Thomas heimkommt, dann sagst ihm, er muss nicht verzweifeln wegen der Räumung. Ich hab schon ein gutes Wort eingelegt beim Vater. Ja, ich werd's ihm sagen. Aber das vom Heiraten, das sagst ihm nicht. Und dass er mir narrisch gefallen tät, das sagst ihm auch nicht. Warum nicht? Mei, eine Frau darf einen Mann nicht gleich alles merken lassen. Aha. Na ja, sonst ist der Reiz beim Teufel. Ja, ja, freilich. Ja. Jetzt geh. Ja, sei so gut. Vierte. Ja, was ist denn? Ich hab glaubt, du gehst. Du, Wastl. Noch was? Was tun denn die schillernden Frauen mit den Mannsbildern? Jeder lacht doch heut und nur, hört's zu. Vom Schuster ist die Red, er sein Geschäft nicht schlecht versteht. Dichten tut er auch dabei, nimm der Schusterei. Ja, ist er vielleicht gut ein zweiter von Sachs? Oder ist er am Ende ein Genie? Der Thomas, der ist gar kein sonderbares Quacks. Grad wie du und wie ich. Er hat nur kein Geld, aber Schulden grad nur. Drum lasst ihm sein geiziger Nachbar keine Ruhe. Aber der bastelt sein pfiffiger Gesang. Der hält so sein Meister, wie's mich meiner sei. Die zwei halten zusammen, wie Zwiebeln die Schuhe. Die Hauserin, die Kuli, heraußen ihm dazu. So, jetzt wisst ihr genau Bescheid über unsere Schwesterleid. Mehr verrohen wir nicht davon, hört euch selber hoch. Ein Pech kann jeder Mensch einmal haben. Ja. Besonders, wenn er ein Schuster ist. Von der Schusterei wird man heutzutage nicht mehr fett.
Und dass er mit der dummen Bürgschaft reingefallen ist, das hat ihn seine letzten Ersparnisse gekostet. Ja, das ist seppig, aber nicht meins. Ach, so ein Stiften. Was bin ich? Gib ein Rettem von dir. Ich mein doch die Stifteln, die ich an den Schuhen einschlag. Ach so. Ich hab schon gehabt, du meinst mich, hä? Du kriegst dein Geld schon. Das ist ja schon seit 10 Monaten. Dabei sind wir schon 1000 Mark Mietzins schuldig. Ach, das ist noch lang kein Grund, dass du eine Zwangsräumung beantragt hast. Ich möchte bloß wissen, zu was du das Häusl da brauchst. Für meine Tochter, wenn sie mal heiratet. Okay, deine damische Tochter. Was? Die geht in die Hütten da nicht rein. Heutzutage muss sie als Großbauerntochter modern sein. Nein. Da braucht sie doch ein Bad mit fließendem Wasser. Warum? Ist ihm seine Tochter eine Forelle? Aber fließendes Wasser haben wir mir auch. Geh einmal hinauf in meine Kammer, da läuft das Wasser an der Wand runter. Nicht der Thomas da wär. Ich mein grad, ich muss ihn herschauen. Ochsenbau. Ja? Der Thomas, der ist nach München gefahren und da bringt er Geld mit. Ja, ich möchte schon wissen, von wem. Verkauft er mein Gas seine Fersel und seine Geschichten da, hä? Das du doch auch. Ja, glaubst denn du, dass mir einer den Schmarrn abkauft? Wäre gescheiter gewesen, er hätte was gearbeitet, statt dass er dicht. Dann hätte er jetzt ein Geld. Der Thomas hat, solange ich ihn kenne, immer fleißig gearbeitet, nein, gell? Und wenn er in seiner freien Zeit einmal Fersel gemacht hat oder ein Theaterstück geschrieben hat, dann war das immer noch besser, als wenn er im Wirtshaus gesessen wäre und hätte sein Geld verspielt oder versoffen. Ach, ich streite mich da mit euch gar nicht lang rum. Ich habe euch das ausgerichtet, was mir mein Advokat geschrieben hat, und den Räumungsbefehl, den schickt er euch zu, wenn der schuldige Hauszins nicht bezahlt ist. Für mich bist du ein Hammel. Was bin ich? Ein Hammel bist du! Du, hä? Du trau daher, du! Ja, Schone. Ja, ich kenn dich ja gar nicht mehr. Ja, ich kenn mich selber nicht mehr. Oh. Na, na, wenn nur der Thomas kommen würde. Jetzt ist er vorgestern fort und heute ist er noch nicht da. Da weiß ich wirklich nicht mehr, was ich denken soll. Wer weiß, wo der noch überall hingehen muss. Du. Hä? Vielleicht hat er eine kennengelernt, die ihn nicht mehr auslässt. Na, das glaube ich weniger. Dazu müsste er Geld haben oder Auto. Sonst lasst er gleich wieder zu Hause. Na. Tun wir essen. Ah ja. Tun wir zur Abwechslung einmal essen. Ach ja. Ja. Was gibt's denn? Heute gibt's Kartoffeln und eine Mille. Das ist einmal was anderes. Gestern hat's Mille und Kartoffeln gegeben. Da. So. Oh, einen guten Appetit. Ja, den braucht man schon. Du bist aber auch nicht besonders scharf auf Kartoffeln, hä? Oh. Ich hätte heute nicht aufs Beste einen Appetit. Und 3 Tage liegen wir auf der Straße. Und wo soll ich mir das Geld hernehmen? Vielleicht bringt der Meister eins. Glaubst denn du, dass die in der Stadt was kaufen, was so ein Bauernschuster zusammendicht hat? Da sind schon andere da. Ja, das ist ja das, dass immer die anderen da sind. Aber wir könnten doch auch einmal zu den anderen gehören, oder? Da sind wir viel zu anständig. Da müssten wir schon sein wie... Wie die anderen. Schmeckt's dir nicht, gell? Doch. Ausgezeichnet. Hervorragend. Bloß kann ich nicht so viel Fett vertragen, weißt du. Da muss ich gleich einen Schnaps drauf trinken. Ich hätte auch lieber was anderes hingestellt. Okay. Ja. Deshalb habe ich es doch nicht gesagt. Ich wollte nur meinen Magen damit täuschen. Und der hat es gefressen. Jetzt hat man so. Die Welt will belogen sein, Conny. Und der Magen auch, musst du merken. Sorgen grad nur und dann noch nichts Gescheites zum Essen. Mhm. Hab's auch, dass man gesund ist. Lieber reich und gesund, als wie arm und krank. Schau, was hat jetzt so ein Armer von seiner Krankheit? Nix. Was da? Hä? Ich geh jetzt zu meiner Schwester. Um ein Geld? Ja. Du wirst keine Ehe aufheben.
Das kannst du ja denken. Aber ich muss doch was unternehmen. Wir können doch nicht am Thomas alles allein überlassen. Wenn's nur was nützt. Da werde ich wieder allerhand zum Herrn kriegen. Nee. Jetzt pass auf, Wastel. Es kann sein, dass ich heute nicht mehr heimkomme. Ja. Kann ja nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, ne? Ja, ja, freilich. Wenn der Thomas kommt, dann müsst ihr euch heute allein helfen, gell? Ein Kaffee und ein bisschen Milch ist noch draußen. Ja. Kartoffeln sind wahrscheinlich auch noch da. Genügend? Ja, dann bin ich schon beruhigt. Du weißt noch. Und in dem kleinen Diegel, da ist noch ein bisschen Fett drin. Da könnt ihr euch dann größte Kartoffeln machen. Glaubst du, sie hört nicht auf mit ihren Kartoffeln? Ja, geh nur zu, wir werden uns schon was zusammenbanschen. Ja, und tut's mir ja sparen. Bei den Kartoffeln bestimmt. Es ist ja sowas. Naja, es nützt ja nichts. Packen wir's wieder. Grüß Gott. Ja, das Fräulein Zinzel. Brauchen wir wieder mal ein paar Schuhdoppeln, hä? Ja, woher weißt jetzt du das? Ja, jetzt ist doch die Wallfahrer-Hochsaison. Es ist immer ein Segen für uns Schuster. Diesmal hast du es der Raden. Da. Ja, sag einmal, wo bist denn du gewesen, dass deine Schuhe gar so zerfetzt sind, hä? Im Maria-Schnee. Oje. Ja, das ist ja 12 Stunden zu Fuß. Ja, was tust denn du im Maria-Schnee? Soviel ich weiß, ist ja das eine Wallfahrt für einen Kindersegen. Ja, ja, eben, deswegen. Kinder sind ein Segen Gottes. Möchtest du heiraten? Ja, jetzt Jungsmadel möchte heiraten. Ja, das stimmt schon, aber was sagt denn da dein Vater dazu? Der will's ja haben. Ja, und einmal muss ich's auch lernen. Was? Das Heiraten. Ach so. Ja, drum lasst er ja auch das Häuser da herrichten. Mhm. Und ganz modern auch noch. Mit Bad und Zentrifugalheizung. Und drum wird der Thomas in ein paar Tagen auf die Straße gestellt, gell? Ja, mei. Da kann ich ja nichts dafür. Der Thomas könnte es ja anders haben. Der will ja nicht. Da möchtest du mir nicht sagen, wie. Wenn er mich heiraten täte. Ja, mein Vater wäre froh, wenn mich einer heiratet. Und ich will auch einmal Ehefrau werden. Na ja, das glaube ich da schon, aber ob dort der Thomas gerade der Geeignete dafür ist. Der Thomas ist nicht da? Nein, der ist nach München gefahren. Wann kommt er denn wieder? Ja, eigentlich müsste er schon seit 2 Tagen da sein. Okay. So lang kann doch ein Zug nicht Verspätung haben. Du kannst ja nicht so lange warten, bis deine Schuhe fertig sind, gell? Ja, ich mach mir jetzt Sorgen um ihn. Um wem? Um einen Thomas. Ob er nicht am Ende Sittlichkeitsverbrecher in die Hände gefallen ist. Gerd, spinn doch nicht. Ja, und warum dann nicht? Ich hab's erst neulich in der Zeitung gelesen. Man warnt die Landbevölkerung, insbesondere die Jugend, vor den Gefahren der Großstadt. Drum fahre ich ja nur rein in die Stadt. Da soll's bloß so wimmeln vor lauter schillernde Frauen, hab ich gelesen. Mhm. Du, mit was schillernde? Ja, mit was schillernde? Mit den Augen schillern's, nicht? Ach, bloß mit den Augen? Dann erschüren's ja. Nein, da winken's. Ja, wie machen sie das? Ja, so. Und dann sagen sie, komm mit, Bubi. Ja, und das sind die schillernden Frauen? Ja, das sind sie. Du, und auf das Lauf, da kriegt er jeder einen Mann. Ja, nicht jede, aber oft. Das probiere ich auch einmal. Na, sei so gut. Dann erschlag dich deinem Vater. Mit meinem Vater kann ich mich über sowas nicht unterhalten. Mit meiner Mutter erst recht nicht. Na ja. Fährt dich gut. Ich geh ja noch gar nicht. Vierte, hab ich gesagt. Vierte. Ja, was ist denn, was ist denn? Sag einmal, möchtest du da herin über Nacht bleiben, oder was? Nein, das gerade nicht. Du, Wastel, hä? Wenn der Thomas heimkommt, ja, dann sagst du ihm, er muss nicht verzweifeln wegen der Räumung. Ich hab schon ein gutes Wort eingelegt beim Vater. Ja, ich werd's ihm sagen. Aber
Das vom Heiraten, das sagst du ihm nicht. Und dass er mir narrisch gefallen tät, das sagst du ihm auch nicht. Warum nicht? Mei, eine Frau darf einen Mann nicht gleich alles merken lassen. Aha. Na ja, sonst ist der Reiz beim Teufel. Ja, ja, freilich. Ja. Jetzt geh. Ja, sei so gut. Vierte. Ja, was ist denn? Ich hab glaubt, du gehst. Du, Wastl. Noch was? Was tun denn die schillernden Frauen mit den Mannsbildern? Heiraten tun sie's. Bist jetzt zufrieden? Heiraten? Ja. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Hoffentlich kriegt die keine Kinder. Ja, Kruzi Nesen hat der Tee drinnen fürs. Die müsst ja zum Kraut einstampfen gehen. Nein, die mag ich heute nicht mehr. Übermorgen sind wir arbeitslos, obdachlos und mittellos. Weißt du was, Wastl? Mach Feierabend, geh ins Wirtshaus und kauf dir ein paar Maß Bier auf Abzahlung. Das wird das Beste sein. Schadele. Halt. Ein Meister muss ich noch eine Nachricht da lassen, damit er auch weiß, wo ich bin, wenn er heimkommt. Herrschaft, da ist aber finster. So, Adela. Lieber Meister, die Kuni ist zu ihrer Schwester, denn sie ist in der Hoffnung, dass sie dorten ein Geld bekommt zum Essen gibt es Kartoffel. Herrschaft, wie schreibt man denn jetzt Kartoffel? Mit langen F oder mit Vogel V? Auf alle Fälle hinten mit einem I. Kartoffel und Milli. Es ist die Speise der Armen und du tust mir der Barmen. Ich bin im Wirtshaus. Wastel. So. Und ich gehe jetzt hinten aus durch die Küche. Denn wenn es ins Wirtshaus geht, muss man immer den kürzesten Weg nehmen. Ja, schön ist es nicht bei mir, aber dafür umso einfacher. Ja, eigentlich habe ich ja nicht viel Zeit, aber das, was Sie mir im Auto erzählt haben, hat mich doch etwas neugierig gemacht. Entschuldigen Sie einen Moment. Lieber Meister, die Kuni ist zu ihrer Schwester, denn sie ist in der Hoffnung. Ja, das gibt's ja dann doch nicht. Denn sie ist in der Hoffnung, dass sie Torten ein Geld bekommt. Ach so. Zum Essen gibt es Kartoffel und Milli. Es ist die Speise der Armen und du tust mir der Barmen. Ich bin im Wirtshaus, Wastl. Jetzt wissen wir, warum niemand da ist. Es tut mir furchtbar leid. Bitte nehmen Sie doch Platz. Es tut mir furchtbar leid. Jetzt kann ich Ihnen nicht einmal mit was aufwarten. Ist doch gar nicht nötig. Ich bitte Sie.
kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie mich in Ihrem Auto mitgenommen haben. Aber die ganze Strecke zu Fuß, das wäre doch ein bisschen weit. Und wenn mir meine Brieftasche nicht gestohlen worden wäre, hätte ich Sie gar nicht belästigt. Ja, in der Regel nehme ich ja niemanden per Anhalter mit, aber bei Ihnen war es instinktiv eine Ausnahme. Danke. Sagen Sie, haben Sie denn gar keinen Anhaltspunkt, wer Ihnen die Brieftasche gestohlen haben könnte? Ich habe doch geschlafen. Ich war so hundsmüd von der Rumlauferei. Und weil sie mich über eine Stunde lang haben warten lassen, habe ich meinen letzten Zug versäumt. Na, ich bin am Bahnhof geblieben und habe gewartet, bis der erste Zug geht. Und bin im Wartesaal eingeschlafen. Und wie ich aufwach und mir meine Fahrkarte lösen will, da habe ich gemerkt, dass ich keine Brieftasche mehr habe. Ja, haben Sie denn den Verlust nicht der Polizei gemeldet? Ah, die hätten mir auch kein Geld gegeben. Allerdings. Sie erzählten mir vorhin, dass Sie beim Film und beim Funk gewesen sind. Was wollten Sie denn da als Schuhmacher? Ja, wissen Sie, ich bin so ein bisschen poetisch veranlagt, wie man so sagt. Ja, ich habe Gedichteln gemacht und Theaterstückeln habe ich geschrieben und zuletzt eine Erzählung nach einer wahren Begebenheit. Ja, unser Herr Pfarrer und der Herr Lehrer haben es gelesen und haben gesagt, das wäre großartig und das täte sich wunderbar für einen Film, für ein Fernsehen oder für ein Hörspiel eignen. Ich soll es doch einmal einreichen. Na ja, da bin ich halt, weil mir das Messer schon an der Gurgel sitzt. Wieso? Ich habe leichtsinnigerweise eine Bürgschaft für einen sogenannten Freund übernommen. Oh. Ja, oh. Da bin ich also mit meinem letzten Geld nach München reingefahren und an diese Stellen hingegangen. Na, ich sage Ihnen, das tät ich kein zweites Mal nimmer. Da gestanden bin ich wie ein Bettler. Und überall haben sie mich so kurz und bündig wie nur gerade möglich abgewiesen. Da sind Sie also Schuster und Dichter. So ein kleiner Hans Sachs, was? Ja, ein ganzer kleiner. Sagen Sie mal, der Schuh da drüben, das ist wohl Ihr Meisterstück? Nein, damals war ich noch nicht Meister. Ja, dann von der Gesellenprüfung. Ja, das stimmt eher. Das war eine Prüfung als Geselle. Darf ich mal sehen? Ja, bitteschön. Tadellose Rahmenarbeit. Sehr elegant. Fast schon wieder modern. Ein eigener Entwurf von Ihnen? Ja. Sind Sie vom Fach? Nein, eigentlich nicht, aber ich habe was übrig für hübsche Schuhe. Wo ist denn der zweite? Ich würde Ihnen das Paar abkaufen. Ja, Sie werden lachen. Ich habe nur den einen gemacht. Was? Nur den einen? Mhm. Ja, warum denn das? Ja, das hat so seine eigene Bewandtnis. Ach so. Und von der Bewandtnis, da wollen Sie mir nichts erzählen? Warum eigentlich nicht? Da ist ja nichts dabei. Manchmal komme ich mir direkt kindisch vor. Und oft, wenn ich den Schuh so betrachte, da muss ich lachen, was ich für ein Rümpfig war. Ja, der Schuh, der ist mir immer so was wie ein Talisman gewesen. Und heute erst sehe ich ein, dass das lauter Schmarrn ist. Aber wieso denn? Also, lieber Meister, erzählen Sie mal die Geschichte von dem einzelnen Schuh. Ja, also, das war ja so. Vor 10 Jahren, da war ich als junger Geselle in einem großen Betrieb. Ja, wir waren 4 Gesellen und 2 Lehrbuben. Aber die armen Buben, die waren hauptsächlich dazu da, dass sie am Meister das Bier geholt haben. Denn der hat gern um viel getrunken. Aber was die Hauptsache war, wir haben eine junge, bildhübsche Meisterin gehabt. Ich war erster Geselle und die Meisterin hat mir hier und da Zigaretten zugesteckt und am Sonntag zum Kaffee ein Stück Kuchen dazugelegt. Herrschaft, war ich ein Rimpfig. Naja, dumm geboren und nichts dazugelernt. Konntest nichts machen. Ja, aber erzähl mir immer noch nicht bei der Geschichte von dem Schuh. Ah ja, die kommt jetzt. Da muss ich mal über Nacht ein paar Hochzeitsschuhe machen, weil sich die Braut im allerletzten Moment ein paar weiße Brautschuhe eingebildet hat. Feierabend war lang vorbei, der Meister wie jeden Tag im Wirtshaus und ich habe an die Schuhe gearbeitet. Nicht einmal aufschauen, ob ich können, so hat die Arbeit pressiert. Da spüre ich auf einmal, wie die Meisterin hinter mir steht. Ich drehe mich um und sie lacht mich an und sagt, tu dich nur nicht ihr machen lassen oder mach dich das nervös, wenn ihr dazu schaut. Ich bin ganz verlegen geworden und die Meisterin hat es gemerkt und sagt so nebenbei, das Schönste an der Braut werden deine Schuhe sein, Thomas. Tätst du mir ein paar Ballschuhe machen? Ja, recht gern, Meisterin, sage ich. Und sie? Dann musst du mir aber gleich Maß nehmen. Stell dir einen Fuß auf den Stuhl und sag dann noch nebenbei, na, fang nur an, oder tust du es nicht gern? Ich kann Ihnen sagen, ich weiß heute noch nicht, wie mir war. Heiß und kalt ist mir runtergelaufen und auf einmal war ihr Gesicht neben dem meinigen und ich höre noch ganz leise, Thomas, ich hab dich gern. Wie alles dann wieder ein bisschen ruhiger war in mir, da habe ich sie fest im Arm gehalten und sie hat zittert wie Espenlaub. Von der Stunde an war natürlich für mich kein Bleiben mehr. Ich hätte ja ihrem Mann nicht mehr in die Augen schauen können. 2 Tage drauf bin ich bei Nacht und Nebel fort. Und in meiner Freizeit,
da habe ich dann nach dem schönsten Maß, das ich jemals angemessen habe, den Schuh da gemacht und habe mir eingebildet, dass er mir Glück bringt. Aha, so war das also. Ja. Oh. Sie werden jetzt sicher denken, dummer Teufel. Ach, gar nicht. Ich denke mir vielmehr, dass diese kleine Episode eine hübsche Erzählung geben könnte. Ja, das habe ich schon gemacht. Ja? Allerdings mit einem guten Ausgang, weil die Leute trotz ihrer Schlechtigkeit ja immer was Gutes hören wollen. Würden Sie mich diese Erzählung lesen lassen? Ja, recht gern, wenn es interessiert. Natürlich. Ich hab's dabei gehabt. Das können Sie von mir aus gern mitnehmen. Und jetzt hole ich Ihnen noch ein Papier zum Einschlagen. Lassen Sie, ich habe eine Zeitung hier, das geht so auch. Ah ja, das geht auch. Übermorgen schicke ich Sie ihn wieder zurück. Ach, das können Sie ruhig behalten, ich verbrenne es ja doch. Also, da wird vorerst überhaupt nichts verbrannt. Und jetzt geben Sie mir bitte Ihre Adresse. Ja, da wäre was zum Schreiben. Thomas Nothaus, Schuhmachermeister. Nothaus? Alsbach, Oberbayern. Alsbach? Haus Nummer 57,5. 57,5. So, Dankeschön. Und auf Wiedersehen, Herr Nothaus. Und Sie werden von mir hören. Ja. Und lachen Sie mir nicht aus, wenn Sie den Schmarrn da lesen. Denken Sie halt einfach, ich bin ein Schuster. Gute Nacht. Eine gute Fahrt. Und vielen Dank nochmals. Warum sich jetzt der so für meine Erzählung interessiert hat? Herrgott, bin ich ein Rimpfig. Ich habe ja mir die falschen Adressen angegeben. Ich bin ja übermorgen zwangsgeräumt und da gar nicht mehr zuständig. Ich sag's ja, wo ich hinlang, da ist Dreck, Trumpf. Was haben wir denn heute für ein Datum? Montag, Dienstag, Mittwoch war ich in München. Ja, stimmt, heute ist Donnerstag, der 23. Also, das ist eine ganz neue Zeitung. Was steht da? Selbstmord oder Unglücksfall? Auf der Bahnstrecke München-Rosenheim wurde unweit des Ostbahnhofs die stark verstümmelte Leiche eines etwa 40-jährigen Mannes gefunden. Aus den gefundenen Papieren geht hervor, dass es sich bei dem Toten um den Schuhmachermeister Thomas Nothaus aus Alsbach in Oberbayern, Haus Nummer 57,5, handelt. Na, das bin ja ich! Ob Selbstmord oder ein Unglücksfall vorliegt, konnte bis Redaktionsschluss noch nicht festgestellt werden. Ja, um Gottes Willen, wie ist denn sowas möglich? Jetzt weiß ich selber schon immer, lebe ich oder bin ich tot? Au! Nein, ich lebe, da gibt's keinen Zweifel. Aber da drin steht, ich bin tot. Ja, gibt's denn sowas auch? Schuhmachermeister Thomas Nothaus Alsbach. Stimmt genau. Ja, wie ist denn das nur möglich? Gefunden im Papier. Ja, Thomas. Das ist ja deine Rettung. Jetzt bleibe ich tot, damit ich leben kann. Schuster zum Leben, was muss dir als Handwerkszeug geben? Ein Hammer, ein Rehr, ein Leisten, ein Frem, ein Bett von dazu und eine Kundschaft mit zerrissen die Schuhe. Was braucht denn ein Schuhmacher noch, damit er gut arbeiten kann? Ein Leder, ein Papp und Nägel nicht zu knapp. Zur Brotzeit ein Bier, was zum Schnupfen fürs Nasenrevier. Was freut in den Schuster ganz fest, wenn's deren und sich Maß nehmen lässt? Ein Fussel schön klein, rund drechselt am Bein, da ist bei dem und wir, ja, da nimmt er gleich Maß bis zum Knie. Was
wird aus dem Thomas jetzt werden. Wir lassen sich der Unfall erklären. Er liegt tot am Gleis, da steht schwarz auf weiß. Und doch ist der Xeirek lebendig und schnackert die Idee. Wann bist denn du heimgekommen? Na, ey, warum bei der Nacht? Aha. Der Metzger Brandl hat mich mit seinem Lieferauto mitgenommen. Der war auch gerade in Zeitelfang. Und? Hast du was mitgebracht? Ja. Eine Feindschaft. Das hab ich mir gleich gedacht. Die Freundschaft und Verwandtschaft hört beim Geldbeutel auf. Ja. Sie haben kein Geld nicht, haben sie gesagt. Nein. Ja, weil sie einen Hof neu herrichten haben lassen und neue Maschinen haben sie gekauft und lauter solche Ausreden. Hm. Aber denen habe ich mit ein paar Worten meine Meinung gesagt. Mit ein paar Worten? Ja, geht denn das überhaupt bei dir? Das glaubst du. Ich hab's alle miteinander auf Kirchweih eingeladen. Und noch bin ich hinaus bei dir. Ja und? Haben die Einladung angenommen? Geht zu. Du. Ja. Ist der Thomas noch nicht heimgekommen? Ich hab ihn noch nicht gesehen. Also da weiß ich jetzt wirklich nicht mehr, was ich da denken soll. Jetzt ist heute schon der vierte Tag. Du sag einmal, Conny, was gibt's denn heute Mittag außer die Kartoffel zum Essen? He? Jetzt kommt der mit dem Essen daher. Und ich weiß schon immer, wo mir der Kopf steht vor lauter Sorgen. Darf man denn einen Menschen, der unschuldig in eine Notlage geraten ist, einfach auf die Straße stellen? Heutzutage darf man alles, Toni. Grüß Gott, benannt. Grüß Gott, Herr Wachmeister. Wer sind Sie? Ich? Ich bin der Gesell vom Nothaus. Und Sie? Ich bin die Haushälterin. Wo ist die Frau? Ja, der ist nicht verheiratet. Existieren sonst noch Verwandte? Wir wissen nichts davon. Dann sind Sie vorerst die zuständigen Personen. Ich muss Ihnen leider eine sehr traurige Nachricht übermitteln. Gottes Willen, ist immer Unglück passiert? Wir haben von der Kriminalpolizei München die Meldung bekommen, dass der Schuhmachermeister Thomas Nothaus von Alsbach gestern früh von einem Eisenbahnzug tödlich überfahren wurde. Jesus Maria! Lieber Herrgott, nein, das gibt's ja nicht, das kann doch nicht sein! Ich habe mich zu erkundigen, ob die Angaben stimmen. Aus den gefundenen Papieren geht hervor, dass es sich bei dem Tod um den Schuhmachermeister Thomas Nothaus aus Alsbach Haus Nummer 57,5 handelt. Stimmt das? Ja. Seit wann ist der Herr Nothaus abgängig? Seit Montag. Und wo ist er hin? Nach München. Dann dürften die Angaben stimmen. Ich bin noch beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass Sie die Bestattungsformalitäten zu übernehmen haben. Wann die Leiche vom Gerichtlich-Medizinischen Institut freigegeben wird, wird Ihnen noch mitgeteilt. Ich bedauere. Mein herzliches Beileid. Danke. Also hätte er nichts Grund geben brauchen. Das hat er nicht verdient. Ich kann's nicht glauben. Ich kann's nicht glauben. Ich mein Gott, ich muss ihn reingehen sehen. Mir geht's schon bald selber so für dir. Ich kann's einfach nicht glauben, dass er tot ist und. Und wenn sie mir's vorbeten? Na, so ein Unglück. So ein Unglück. Ja, ja, Conny. Jetzt sind wir halt allein für treue Dienste. Der Thomas hat seine Ruhe und seine Schulden sind auch gezahlt. Der Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Conny! Hat er sich angemeldet? Was? Das ist ja unheimlich. Guten Morgen. Ah! Alle guten Geister! Halleluja! Na? Habt ihr euch von dem Schrecken schon erholt? Thomas, Thomas, wegen uns heißt nicht sterben brauchen. Spinnst doch nicht. Der redet ja, als wäre er leben tät. Ja, ja, ich lebe ja auch. Geh, hör doch auf mit dem Schmarrn. So, und jetzt setzen wir uns einmal gemütlich zusammen. Ja, geht's nur weiter, ich beiß euch nicht.
Kommst du direkt vom Himmel? Nein, von München. Ah ja, du bist ja in München gestorben, gell? Jetzt hör doch einmal auf mit dem Schmarrn. Ich bin doch gar nicht tot. Ah, drum kommst mir du so lebendig vor. Ja, aber dich hat doch der Zug überfahren. Mich hat kein Zug überfahren. Ich bin gestern Abend mit einem Auto rausgefahren und hab heute Nacht in meinem Bett geschlafen. Ja, aber gerade vorhin war der Wachtmeister da und hat uns die Nachricht gebracht. Das stimmt ja alles nicht. Gebt's einmal eure Hände. Ah, nein. Hat dein Toter so warme Hände als wie ich? Ja, eigentlich nicht. Ich war zwar noch nie tot, aber... Da, riech einmal. Du riechst nach Pfefferminz. Du hast ja die Zehen putzen. Ist dir das ein Toter? Das tue ich nicht einmal als Lebendiger. Ja. Thomas, na, du bist nicht tot. Na, jetzt spür ich selber da diese Freude, Ja, wie ist denn das zugegangen? Wie hat denn das nur passieren können? Ja, passt auf und lasst es euch erzählen. Also in München, da bin ich umeinander gerannt, wie eine närrische Trambahn. Ja. Überall bin ich gewesen. Beim Rundfunk, in alle Zeitungen, bei alle Buchverleger. Und überall war es nichts. Und dabei hat es geregnet und geregnet und geregnet. Hör auf, ich bin ja schon ganz nass. Zum Schluss haben sie mich dann noch an einen Filmverleih hingewiesen. Ja. Da war es wieder nichts. Aber dafür habe ich 2 Stunden lang warten dürfen. Und mit der Dummheit habe ich meinen letzten Zug versäumt. Na, ich bin am Bahnhof geblieben und bin eingeschlafen. Und wie ich aufwache und mir meine Fahrkarten kaufen will, da merke ich, dass ich keine Brieftaschen mehr habe. Nein. Das auch noch. Ja, da ist mir nichts anderes übrig geblieben, als dass ich zu Fuß heimgehe. Ja, du brauchst ja 5 Tage. Ja, das hätte ich auch gebraucht, wenn mich nicht ein Herr in seinem Auto mitgenommen hätte. Also kurz und gut, wir haben uns dann da herin noch über Verschiedenes unterhalten. Ja, und wie er gegangen ist, sehe ich, dass er seine Zeitung liegen lassen hat. Ja. Und schau rein. Und was lese ich da? Lauter Mord und Einbruch. Nein, meine eigene Todeserklärung. Wo ist denn? Ja, da schaut's her. Selbstmord oder Unglücksfall? Auf der Bahnstrecke München-Rosenheim wurde unweit des Ostbahnhofs die stark verstümmelte Leiche eines etwa 40-jährigen Mannes gefunden. Aus den gefundenen Papieren geht hervor, dass es sich bei dem Toten um den Schuhmachermeister Thomas Nothas aus Alsbach in Oberbayern, Haus Nummer 57,5 handelt. Was sagt's jetzt da dazu? Ja, jetzt geben wir Licht auf. Ja, da ist ja der Pazi, der dir die Brieftaschen gestohlen hat, überfahren worden. Ja, das war ein bisschen viel Strafe dafür. Du, da sieht man wieder mal, wie die Zeitung liegt, gell? Herrschaft Thomas, jetzt, wenn wir Geld hätten, dann täten wir 3 Auferstehungen feiern, ha? Nein, wenn wir Geld hätten, dann täten wir unsere Schulden zahlen, damit wir nicht auf die Straße müssen. Ach, ich brauch kein Geld nimmer. Wieso? Ich hab mir das alles heute Nacht ausgestudiert, passt mir auf. Wenn Sie mich schon irrtümlicherweise für tot erklärt haben, ja, dann bleibe ich irrtümlicherweise auch tot. Na, 4 Tage dauert's mindestens, bis ich beerdigt bin. Und dann sind wir von da weg. Und ich kläre dann hinterher in München den Irrtum schon auf. Na, Thomas, das geht nicht. Mit sowas macht man keinen Spaß. Bei mir heißt's, wenn man leben will, muss man sterben. Ja, aber du kannst dich doch als Toter nirgends mehr sehen lassen. Ja, das braucht's ja nicht. Ich hab mir das alles schon ausgedacht. Ich rasiere mir jetzt meinen Bart weg. Ja. Und bin dann mein eigener Bruder. Und der kommt natürlich zu meiner Beerdigung im schwarzen Anzug. Ja, das ist ja gut. Und übermorgen zieht er dann mit uns aus. Ja. Ihr dürft's mir natürlich nicht verraten. Auf mich kannst du dich verlassen, Meister. Herrgott, es gibt eine Gaudi, verstehst du? Nein, Thomas, da mach ich nicht mit. Ja, dich brauchen wir ja da gar nicht dazu. Das machen wir 2 ganz alleine. Der Meister und sein Geselle und du verschwindest auf der Stelle, gell? Geh zu, Kuni. Mach doch keine so traurige Geschichte. Jetzt, wo ich wieder lebendig bin. Ja. Weißt was? Du gehst jetzt in deine Kammer und packst alles ein für den Umzug und alles andere. Mach er nie unter Wasser. Ja. Ach, der Herrgott gibt's, dass alles gut ausgeht. Thomas, ich bitte dich, bleib nicht zu lang tot. Sonst vergeh ich noch vor lauter Angst. Unser Kuni. Wastl, auf dich verlasse ich dich. Verlasse ich mich, gell? Du dich ja nicht verschnappen. Meister, auf mich kannst dich verlassen. Ich reiß meine ganze Frequenz zusammen, das sag ich dir. Gut, dann verschwinde jetzt und bin nur in den allerdringendsten Fällen zu sprechen. Meister, du bist ein Lüder. Jetzt gehst du auf und wenn du wiederkommst, dann bist dein eigener Bruder. Ja. Ja, du kannst ja dichten. Ja, das ist scheint eine ansteckende Krankheit. He? Willst du Geld, dann musst du erben. Ja. Willst du Lob, dann musst du sterben. Der kann's natürlich besser.
Herrschaft gibt das eine Viecherei. Na, bin ich froh. So, der Lein. Grüß Gott. Grüß Gott. Bin ich da recht beim Schuhmachermeister Nothas? Ja, da sind's richtig. Ist das seine Werkstatt? Ja, das ist unsere Werkstatt. Alles noch mit der Hand. Nicht eine einzige Maschine. So weit hat er's also gebracht, der Thomas. Und hat so viel können. Und jetzt hat er so elendig zugrund gehen müssen. Ja, können hat er viel, der Thomas. Der hätte verdient, dass er in der Stadt drin ein Geschäft gehabt hätte, nicht da draußen als Blitzschuster. Haben Sie ihn kennt? Ja. Ja, wir sind miteinander in die Schule gegangen. So, das wird ihn aber freuen. Was? Ich meine, das hätte ihn sicher gefreut, wenn er es noch erlebt hätte, gell? Kommen Sie von weit her? Ja. Ich hab's gestern auf die Nacht in der Zeitung gelesen und dann bin ich heute in der Früh gleich dahergefahren. Damit ich ihm wenigstens noch die letzte Ehre erweisen kann. Es ist alles so schrecklich, dass ich es fast nicht glauben kann. Ich sehe ihn noch vor mir sitzen. Dann wird's jetzt umso besser freuen, wenn er sie wieder sieht. Du sag einmal, wie meinst denn du das? Ja, ich meine halt, der ist jetzt dort rum und tät sich sicher freuen, wenn er das hören tät. Meinst du, dass es hört, der Thomas? Nein, danach hört man nicht gut, weil der Heilbund dazwischen ist. Du sag einmal, du redst aber wirklich komisch daher. Ja, mein, entschuldigen schon, aber Wunder wär's keins, gell, bei der Aufregung. Ach ja. Wann ist denn die Beerdigung? Ja, der lässt sich nicht eingraben. Wird am Ende verbrennt? Nein, so weit lässt das nicht kommen. Bastl, wo ist denn der Tom? War das seine Frau? Nein. Er hat keine Frau. Ach ja, wer erbt denn jetzt einmal das bisschen Handwerkszeug? Mei, wenn's einmal so weit kommt, dann kriegt das alles der Ochsenbauer, gell? Den ist der Thomas noch 1000 Mark schuldig. Nein, nein, der kriegt das nicht, das kauf alles ich. Warum? Tun Sie auch, Schuster? Ich möchte nicht haben, dass das in fremde Hände kommt. Das muss ich ja sofort an Thomas sagen. Ja, sag einmal, was redst denn du immer zu? Du tust der Gott, als wenn er noch leben tät. Ja, wissen Sie, ich habe einmal ein Buch gelesen, das Weiterleben nach dem Tode, und mir ist halt gerade so, als wie wenn er mitten unter uns leben tät, gell? Sag lieber über uns. Also, wenn du noch nie recht gehabt hast, aber diesmal hast du recht. Weißt du, mein Beileid. Es ist schnell gegangen. Der ist auch vom Schnellzug überfahren worden. Es wird jetzt wieder Scherereien geben. Mit der Überführung und der Bestattung. Ja, du brauchst es ja nicht zahlen. Ich nicht, aber die Gemeinde. Und ich bin doch der stellvertretende Bürgermeister und der Erste ist gerade nicht da. Mit Schreiben wirst du halt hart tun und mit dem Zahlen, gell? Was heißt da Zahlen? Geht doch alles auf Staatskosten. Nein, nein, da täuscht dich, Ochsenbauer. Der kriegt doch kein Staatsbegräbnis. Das geht alles auf Gemeindekosten, Herr stellvertretender Bürgermeister. Nein. Die Kosten für die Beerdigung und die Überführung nach Waldhausen, das zahle ich. Warum nach Waldhausen? Weil ich möchte, dass er bei uns begraben liegt. Ach so. Sind Sie Verwandte? Ach, wir sind miteinander in die Schule gegangen. Das ist nett von Ihnen, Frau. Ich werde auch ewig in Hand denken heute. Ja, das glaube ich da schon, weil er dir auch ewig die 1000 Mark schuldig bleiben wird. Jetzt hättest du die Räumungskosten sparen können, gell? Das gehört jetzt nicht daher, gell? Doch, doch, das gehört eben schon daher. Sie haben sich das also traut und hätten einem armen Menschen seine ganze Existenz genommen. Haben Sie die Zeitung genau gelesen? Der kann doch gar nicht lesen. Was denn? Da steht Selbstmord oder Unglücksfall. Für mich war das ein Selbstmord, weil der arme Kerl nicht mehr gewusst hat, war aus, war ein. Können Sie überhaupt noch ruhig schlafen? Der schon. Du schon. Was?
Stellt man denn einen Menschen einfach auf die Straße, bloß weil er ein paar Monate seinen Mietzins nicht zahlen hat können? Ja, tut man denn das, hä? Oh, oh, oh. Geh. Aber natürlich. Wenn man selber einen Bauch so voll hat, dann weiß man nicht, wie der Hunger ist. Ich tät mich schämen an ihrer Stelle. Pfui Teufel. Pfui Teufel. Ich tät mich auch schämen an deiner Stelle. Nee, und das habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, das glaube ich schon. Zum Denken gehört ja ein Hirn. Was? Also, die Schuld und die Beerdigung zahle ich. Und alles andere, das können Sie mit Ihrem Gewissen ausmachen. Er hat doch keins. Ja, ich bin doch nicht schuld an dem Zement, oder? Doch, doch, du bist schuld. Aber das Gericht, wenn es rauskriegt, dass du die Schuld hast. Mein lieber Freund, das gibt etliche Jahre wegen fahrlässiger Tötung, das kann ich dir sagen. Ich muss jetzt raus an die frische Luft, weil sonst da stick ich noch da rein. Ja, geh noch zu, mein Lieber. Angst, den hat das falsche Gewissen schon bei der Gurgel. Also, liebe Frau, Sie sind ein Engel. Jetzt reden wir nicht mehr drüber. Ja. Ich gehe jetzt zum Herrn Pfarrer und tue die Formalitäten alle erledigen. Ja. Wo wohnt er denn? Der Thomas. Nein, der Herr Pfarrer. Ach so, im nächsten Dorf. Wir haben nämlich keine eigene Pfarrei, wissen Sie. Ach so? Ja. Ja, dann gehe ich vielleicht lieber zuerst auf die Gemeinde. Aha. Ja, ich komme dann später nochmal wieder. Ist gut. Für Gott dabei. Wiedersehen. Thomas. Thomas, schnell, komm runter. Es ist was Außergewöhnliches passiert. Oh mein. Ja, gut, schaust das. Ja, da kennt dich ja kein Teufel, Thomas. Herr Bruder, möchte ich sagen. Und erst von mir aus ruhig Thomas sagen, wenn wir allein sind. Aber was ist denn so wichtig? Du, jetzt ist doch gerade eine Frau da gewesen und der Ochsenbauer war auch da. Mein Lieber, die hat ihm die Meinung gesagt. Dem haben wir einen Dampf reinlassen, der fühlt sich nicht mehr wohl in seiner Haut. Und dann hat die Frau gesagt, sie zahlt die Schulden und die ganzen Beerdigungskosten für dich. So ist recht. Ja. Da habe ich anscheinend eine unbekannte Wohltäterin. Du, die hätte um einen Tag früher kommen müssen, dann hätten wir das ganze Theater nicht notwendig gehabt. Ja. Wie heißt sie denn? Ja, das weiß ich nicht, ich bin gar nicht zum Fragen gekommen. Ja. Wie schaut's denn aus? Gut, Thomas, gut, wie ein Engel, bloß die Flügel haben gefällt. Sie ist mit dir in die Schule gegangen, hat sie gesagt. Ja, mit mir sind mehrere in die Schule gegangen. Ja. Aber von all denen traue ich keiner zu, dass nach so vielen Jahren noch an mich denken oder gar meine Schulden zahlen. Ja, was weiß ich. Aber sie kommt noch einmal vorbei. Vielleicht bringe ich es raus, wer sie ist. Diplomatisch, hä? Eigentlich könnte ich jetzt wieder lebendig werden, nachdem meine Schulden zahlt sind. Nein, Thomas, ich bitte dich, einen Tag musst unbedingt noch da bleiben, schon wegen der Gaudi. Denn das gibt noch allerhand Überraschungen, das darf man glauben. Und die Altbacher, die können schon was vertragen. Also gut, von mir aus, ein Tag mehr oder weniger tot, auf das kommt es jetzt auch nicht mehr drauf zusammen. Und Bastl, sag mal, ist das wahr, was die Leute erzählen? Ja, was sagen sie denn? Hä? Ja, der Thomas wäre tödlich verunglückt. Ja. Mei, weißt du, ich selber lese keine Zeitung, weil interessiert mich nicht so viel Politik. Naja, Frau. Aber das wäre ja furchtbar. Du meinst, dass er nimmer zum Heilen ist? Ja, mei, es könnte schon sein, dass er in ein paar Tagen wieder pumperl gesund ist. Momentan ist er halt im gerichtlich-medizinischen Institut, gell? Ah, ja, bei den englischen Fräulein. Da tätst du auch hinkören. Zu den englischen Fräulein? Nein, ins gerichtlich-medizinische Institut. Du, sag einmal, der Herr da hinten, ist das vielleicht der Doktor vom gerichtlich-medizinischen Institut? Nein, das ist nicht der Doktor, das ist der Dings, der Bruder vom Thomas. Oh, wirklich? Du, der schaut am Jahr runtergerissen gleich. Ja. Herr Nothas, ich gehe jetzt nur hinaus in die Küche zu unserer Haushälterin, zu der Kunigunde, und schau, wie weit sie ist mit dem Einpacken. Bin gleich wieder da, Herr Nothas, gell? Sind Sie sein Bruder? Ja. Mein Beileid. Oh. Ja, mei, ich bin selber auch schon ganz unglücklich, wenn ich dran denke, dass der Thomas nicht mehr gesund wird. Tät Ihnen das so leid? Ja, freilich, die wollten ja heiraten. Ja, da weiß ich ja gar nichts davon. Ja, das glaube ich schon, dass er Ihnen das nicht gesagt hat. Er hat es ja selber nicht gewusst. Nein. Ja, jetzt ist meine letzte Hoffnung auf einen Mann auch beim Teufel. Oh, da wird sich schon ein Ersatz finden. Glauben's? Ja, freilich. Sie sind die Tochter vom reichen Ochsenbauern und der Heisel kriegen's auch. Mit Bart. Ja, umso besser. Dann findet sich bestimmt ein Ersatz. Ja, ich glaub schon bald selber. Sie, wie meinen Sie jetzt das mit dem Ersatz? Na ja, dass sich halt einer finden wird, der ein Ersatz wäre für meinen Bruder.
Aha. Aha, jetzt hab ich einen. Sind Sie verheiratet? Nein. Täten Sie mich heiraten? Wie kommen Sie jetzt auf sowas? Ja, weil Sie der einzige Ersatz wären für Ihren Bruder. Ach so. Ja, Sie darf mir gefallen. Sie haben so was Solides. Oh, gar so solide bin ich gerade nicht. Nachher kenne ich mich aus. Schwärmen Sie am Ende für schillernde Frauen. Ja, das könnte leicht sein. Ui, nachher weiß ich schon, wie ich dran bin. Ich gehe jetzt ein bisschen raus an die frische Luft. Warum? Weil mir da herin so heiß wird. Komm mit, Bubi! Also, das hätte ich hinter der Zänzel doch nicht vermutet. Was? Heiraten willst du mich? Oh, als dein Bruder. Ja, freilich. Sie meint, ich wäre der beste Ersatz für mich. Also mit deiner Verwandtschaft, da kennt sich kein Teufel aus, Thomas. Das du, da bleib ich lieber maustot. Ja, ich mach dich schon wieder lebendig, wenn ich dich brauch. Wenn ich nur wüsste, wer die Frau ist, die sich so für den Thomas einsetzt, ob das nicht... So, jetzt bin ich wieder da. Ja. Erledigen habe ich gar nichts können, weil der stellvertretende Bürgermeister nicht daheim war. Aha. Naja, muss ich heute Morgen die Gänge machen. Du weißt, was denn? Wenn du nichts dagegen hättest, dann bleibe ich ganz gerne ein bisschen da. Das wäre mir lieber wie im Wirtshaus, weißt. Ja, freilich. Ich lasse dir von der Kuni gleich einen Kaffee kochen. Du wirst wahrscheinlich noch halb nüchtern sein. Mach das inzwischen ein bisschen bequem. Bin gleich wieder da. Dankeschön, weißt du. Ja, das ist seine Arbeit. Genauso sauber wie damals. Ah, nicht einmal mit einem Kaffee kann ich da aufwarten, weil die Kuni schon alles verpackt hat. Ich verstehe schon, dass alles drunter und drüber geht. Du, Wastl. Hä? Meinst du, dass ich den Schuh da mitnehmen darf? Als Andenken? Ja, von mir aus schon. Wenn der Thomas nichts dagegen hat. Der hätte bestimmt nichts dagegen. Interessiert dich der Schuh so? Mich interessiert alles, was von Thomas ist. Es war bestimmt sein Meisterstück, hm? Na, ob das sein Meisterstück war, das möchte ich gerade nicht behaupten. Denn wenn man ein Meisterstück macht, dann macht man ja was Ganzes und nichts Halbes. Wieso? Ja, weil er nur den linken Schuh gemacht hat. Ach, das ist aber komisch. Das war komisch. Ob ich es mir nicht gleich gedacht habe. Was? Was hast du dir gedacht? Ah, nix. Geh, sitz dir mal danüber. Warum? Das wirst du dann schon sehen. So, und jetzt ziehst du mal deinen linken Schuh aus. Geh, zu was denn? Ich möchte beim Anprobieren was ausprobieren. Also, von mir aus. So. So, oder? Jetzt begreife ich alles. Herrgott, wird der Thomas eine Freude haben. Sag einmal, du redst aber wirklich spaßig daher. Nein, ich bin heute einmal ein spaßiger Kerl. Und? Passt er? Wunderbar. Wir angossen. Und federleicht ist er. Das ist auch eine Maßarbeit. Jetzt verstehe ich schon, dass er in den Su so verliebt ist. Was? Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Ich? Warum? Wer soll ich denn sein? Dem Thomas seine frühere Meisterin, die er bis heute noch nicht vergessen hat. Und woher weißt du das? Vom Thomas. Eigenhändig. Das hätte er nicht sagen dürfen. Er muss ihm nichts nachtragen. Ich glaube kaum, dass er es einen anderen gesagt hat. Und mir hat er es ja auch nur erzählt, weil er einen Rausch gehabt hat. Ja, was, ein Rausch? Ja, einen ganz kleinen natürlich. Das größere Drum davon habe schon ich gehabt. Ne? Aha. Naja, er ist halt ein bisschen... illegerisch gewesen und ich hab's Bohren angefangen, warum der Schuh da drüben immer so allein rumsteht und hab gestichelt, ob das vielleicht damit zusammenhängt, weil er selber so einschichtig ist.
Na ja, dann hat er mir's halt erzählt, wie er dir den Schuh angemessen hat und so weiter und so fort. Das andere weißt du doch selber. Ja. Jetzt wirst du ihm doch nicht mehr böse sein, dem Thomas. Nein, ich bin ihm nicht böse. Mei, mir ist ja auch nicht anders gegangen. Nur hab ich keine Menschen gehabt, dem ich's einmal erzählen hätte können. Du, sag einmal, wie bist denn du eigentlich mit den Nerven beieinander? Wie meinst du das? Ja, ich mein, nicht, dass dich gleich der Schlag trifft, wenn ich dir jetzt eine große Freude mache. Ich wüsste nicht, was mich freuen könnte. Dann schaust mir jetzt in die Augen und glaubst mir das, was ich dir sag. Der Thomas ist gar nicht tot. Der lebt. Was da? Gewiss war es. Na. Ja. Na, aber das kann doch gar nicht sein. Ich Freilich. Hab's doch in der Zeitung gelesen. In der Zeitung stimmt nur eins und das ist Datum. Ja, was da? Ja, du, dann red doch schon. Also, pass auf. Der Thomas ist in München gewesen, war die ganze Nacht am Bahnhof und hat auf den ersten Zug gewartet. Ja? Ist eingeschlafen und wie er in der Früh munter geworden ist, hat er gemerkt, dass ihm einer die Brieftaschen gestohlen hat. Ja, und? Ja, und. Der ihm die Brieftaschen gestohlen hat, der ist vom Zug überfahren worden und nicht der Thomas. Was? Du, ist das wirklich wahr? Ja. Zum Beweis werde ich hier dir den Thomas in Lebensgröße runterführen. Moment. Mein Gott. Das Herz klopft mir bis zum Hals rauf. Ob's nicht doch gescheiter wäre, wenn ich wieder gehe. Jetzt geh zu, Bubi. Grüß Gott. Thomas. Regina. Mei, Thomas, weißt nur, lebst. Gell, das ist gelungen. Frau Schönbichler. Aber geh, warum sagst du denn nicht Regina zu mir? Na, das tät sie wohl nicht schicken. Schickt sich schon, Thomas. Und viel besser wie damals. Ich bin nämlich seit 5 Jahren Witwe. Geh, Thomas, sag doch ein einziges Wörtel. Hm? Regina, du hast nicht mehr geheiratet. Mei, Thomas, wenn man so verheiratet ist, wie ich war, dann hat man keine Sehnsucht mehr nach einem Mann. Und von dir habe ich ja die ganzen Jahre her nichts mehr erfahren, bis ich gestern die furchtbare Nachricht in der Zeitung gelesen habe. Regina, dass wir uns auf die Art wiedersehen, das hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Das Glück kommt scheinbar erst, wenn man tot ist. Aber Thomas, du willst doch nicht ewig tot bleiben. Ja, warum nicht? Jetzt bin ich gerade auf den Geschmack gekommen. Tja, aber ich will doch keinen toten Mann. Regina. Thomas, hast du dir das nicht auch einmal so gewünscht? Mhm. Ja, wenn du die Schneid hast und einen verkrachten Schuster heiraten willst, dann... Dann? Na, dann muss ich wieder lebendig werden, denn als Toter kann ich mit so viel Glück nichts anfangen. Herrgott, ist das schön, wenn man tot ist und glücklich. Hey, Thomas. Ja, als Lebendiger wäre mir das nie passiert. Ja, du, das könnte ganz leicht sein, hätte ich auch nie deine Adresse erfahren. Na, Frau Meisterin, haben die Wiederbelebungsversuche Erfolg gehabt? Ja? Lass mal schauen. Na ja, der Puls geht zwar noch etwas langsam, aber das ist begreiflich nach 10-jähriger Ohnmacht. Du, Thomas, dass ich nicht vergisst, da ist ein Einschreib-Expressbrief für dich gekommen. Ich hab derweil unterschrieben, gell? Warum du? Du bist ja momentan im Jenseits, nicht? Ah ja, richtig. Ach so, ja. Kometfilm AG München. Was? Sehr geehrter Herr Nothaas, mit Interesse habe ich Ihre Erzählung gelesen. Wir haben uns entschlossen, sie zur freien Bearbeitung und Verfilmung zu erwerben und bieten Ihnen eine Pauschalsumme in Höhe von 5.000 Mark. Wo denn? Es sind 3 Nullen hintran. Ja. Na schauen, ganz stimmt's. Ja. Da, wo denn? 5.000 Mark, die Ihnen nach Unterschrift des beiliegenden Vertrages sofort zur Verfügung stehen. Hochachtend Otto Jansen, der Sie mit dem Auto nach Hause brachte. Na. Ja, sowas. Regina. Thomas. Was? Nein. Da geh ich nicht. Der Vertrag, wo ist denn der Vertrag? Bastl, ein Tinten, schnell hol mir ein Tinten. Jawohl. Und du, Regina, lies bitte noch mal durch, sonst werde ich narrisch. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich kann keine Tinten nicht finden. Da, nimm
da mal deine Schuster kriegen. Ja, Thomas, das stimmt alles. Du brauchst bloß unterschreiben. Ach, mei. Das ist wie im Märchen. Oh, 5000 Mark. Ja. Glaub mir, Regina, ich bin ein nüchterner Mensch, aber heute sauf ich mir einen Rausch an. Ich auch. Ja. Das heißt, wenn die Regina nichts dagegen hat. Nein, nein, da trinke ich schon mit. Ja, weißt du, dann holst du zwei Maß Bier und eine Flasche Wein auf meinen Namen. In Ordnung, zwei Maß Bier und eine Flasche. Abi, das geht ja nicht. Du bist ja tot. Das stimmt. Du, ich probier's einmal. Ich werde dem Wirt sagen, er darf dafür von einer Kranzspinde Abstand nehmen, gell? Das war's. Nichts mehr gesagt, Bastl, sondern zahlt wird. Komm. Zahlt wird. Ja, freilich. Da. Ui, ist der echt? Ja, aber selbstverständlich. Schau, Thomas, sowas gibt's noch. Also, was hast du gesagt? Zwei Flaschen Bier und zwei Flaschen Wein, oder nein, was? Aber nimm am besten gleich drei Maß Bier, weil du trinkst ja doch mehr. In Ordnung, ich bin gleich wieder da mit den vier Maß Bier und den fünf Flaschen. Das sein. Regina, ich weiß gar nicht, wie ich dir das alles danken soll. Dass du mich ein bisschen gern hast. Ein bisschen? Das ist für dich viel zu wenig. So, einpackt habe ich jetzt alles. Kuni, gute alte Haut, jetzt wird alles anders. Ja! Jetzt fangt ein neues Leben an. Hä? Heiraten tue ich. Oh nein, Thomas. Ich bin halt doch schon ein bisschen zu alt für dich. Okay, zu. Da drüben steht mein liebes Weiberl und meine Meisterin. Freut mich. Na ja, dann bin ich ja jetzt überflüssig und kann gehen. Nein, Kuni, du bleibst bei uns. Ich hab dir ja so viel zum Danken. Schau, wenn du nicht gewesen wärst, die den Thomas jahrelang so gut versorgt hat, du, dann wäre er vielleicht schon längst verheiratet. Hm? Weißt du was, ich gehe jetzt raus mit dir in die Küche und dann erzähle ich dir alles. Jetzt na, bin ich doch nicht überflüssig. Aber nein. Du, jetzt ratsch mal. Ja. Und jetzt fangt's Leben von vorne und grüß Gott, Jasmar und Josef. Was ist denn los? Ja, als wenn ich gewiss wissen darf, dass der Thomas tot ist, dann hätte ich glauben, der steht da von mir. Das könnte leicht sein. Ui, die gleiche Stimme, das gleiche Aussehen. Nur der Papp fehlt. Heilige Mutter Anna, das wird doch nicht sein Geist sein. Aber schaust du mich denn so an? Weil ich mich nicht mehr auskenne, für wen ich die halten soll. Ja, haltst mich halt für meinen Bruder. Für den Bruder? Gott sei Dank, ja, na bin ich schon beruhigt. Darf ich mich ein bisschen hinsetzen? Ja, von mir aus. Ja, dann bin ich so frei, dankeschön. Ja, sag ich mal, bist du ein Zwilling? Ja, zufällig. Ja, drum siehst du deinen Bruder so gleich. Wie heißt denn du? Thomas. Thomas? Ja. Wieso Thomas? Ihr kennst ja nicht alle zwei Thomas heißen, oder? Ja, weißt, das ist ja so. Von uns zwei hat jeder einen anderen Vater gehabt und die haben alle zwei Thomas geheißen. Aha. Da ist der eine ehelich und der andere außerehelich geboren. Na ja, das leicht mir schon ein. Ganz klar, ne? Ja, ganz klar. Bei mir ist es ein bisschen anders. Ich bin der Ochsenbauer. Das merke ich. Hä? Du kommst wahrscheinlich wegen der Zwangsräumung. Eben nicht. Ich war gestern schon da. Und wollte dem Bruder aus alter Freundschaft wollte ihm die Schuld schenken, aber er war nicht da. Und heute in der Früh habe ich das schreckliche Unglück erfahren. Ja, ich kann nichts dafür. Ich habe den besten Willen gehabt, dass ich ihm helfe. Ja, das ist sehr nett von dir. Aber jetzt ist es ein bisschen spät. Ich habe nicht wissen können, dass sowas passiert. Fürchterlich. So ein braver Kerl. Ja, tröst dich nur, Ochsenbauer. Das wird der Thomas hoch anrechnen in der Ewigkeit. Ja, deswegen tue ich es ja. Also pass auf, jetzt geh ich mal her. Jetzt gib mir da den Schuldschein, dann sind wir zwei gewippt und ich hab nichts mehr zum Fordern. Tut mir nur leid, dass ich den Schuldschein nicht persönlich geben kann, was? Oh, das ist genauso viel, wie wenn du den persönlich übergeben hättest. Ja, ich hoffe, dass er mir zuschaut, der Thomas. Das tut er. Ja, dann sind wir wieder auf gleich, gell? Ja. Also dann, mein herzliches Beileid. Und weißt schon, Ruhe sanft.
Ja, das tue ich ganz bestimmt. Ah, der Herr Ochsenbauer. Ja, ich hab gerade mit dem Bruder vom Thomas geredet. Ja, er hat mir die Schuld geschenkt und den Schuldschein da zurückgegeben. Dabei ist gar nicht Weihnachten. Und wie ist es mit Ihnen, Frau? Schön, Bichler. Schön wär's, Frau Bichler, ja. Also, es bleibt dabei. Sie übernehmen die Kosten der Überführung von Thomas in Ihre Heimatgemeinde. Die Überführung vom Thomas zu mir, die werde ich ganz persönlich leiten. Na ja, dann ist ja alles erledigt. Ja, was du? Ich hab doch gesagt, 3 Maß Bier. Ja, weiß, der Wirt hat nicht wechseln können, gell? Ja. Gehört das alles da zum Leichentrunk, hä? Nein, das gehört für eine spiritistische Sitzung. Wieso denn, hä? Weil wir heute Nacht um 12 den Thomas erscheinen lassen. Sie sagen bloß das Gute und sind voller Lob. Aber wenn er noch leben, dat kann sein, dass ihn reit. Nur schlecht's wird ihm noch, sagt ja so sind die Leid. Drum gib dir im Leben schon einen heiligen Schein und führ deine Nachbarn aufs Eis. Dann lassen's die Bosheit von selber gleich sein und zahlen für deine Leiche jeden Preis. Hat dir ein Weibsbild dein Herz heimlich stolz und bist du dir nicht gewiss, ob sie dich mag, dann steh dich gleich scheintot vom Kopf bis zum Fuß und sag ihr, jetzt trifft mich der Schlag. Und wenn's um dich flinnt und kein Trost nimmer kennt, dann blinzel dir zu, sie kehrt dir schon pur. Ja, die Liebe auf der Welt seid heut doch mehr wie's Geld und is eine Reich obendrein. So wird's auch dein Schaden nicht sein. Mich auf dich verlassen. Einpacken tust nur das Allernotwendigste. Am Thomas sein Handwerkszeug und am Wastel das seinige auch. Hm? Ist schon recht. Aber die Kartoffel lässt da, gell? Lass, ich kann's fast noch nicht glauben. Mein Gott, nein, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll mit dem Einpacken. Überall, nur nicht im Keller. Ach, jedes Stückel tut mir leid, dass ich da lassen muss, weil doch überall eine Erinnerung dran hängt. Hm. Und den Schuh da, den nehme ich selber mit. Hm. Könntest nicht nur einen Tag da bleiben. Mir wär's fortgehen direkt leichter, wenn ich nicht allein gehen müsst. Schau, Kuni, so gerne da bleiben tät allein schon wegen Thomas. Aber ich muss heim. Ich hab nicht nur ein großes Geschäft, sondern auch einen sehr schönen Laden. Naja, und dann muss ich ja noch aufs Standesamt und... Ach, mei, mir dauert's überhaupt alles viel zu lang. Also, Meisterin, deine Brautschuhe, die mache ich dir höchstpersönlich. Da brauchst du dann nicht mehr gehen, dann kannst du dann schweben. Ja, wenn du das auch gut machst, Bastl, dann hätte ich nichts dagegen, wenn dich der Thomas zum Obergesellen macht. Oh. Ja, so, jetzt darf ich aber wirklich schauen, dass ich weiterkomme. Wann geht denn der nächste Zug? Um 11 Uhr kommt er gern, wenn er keinen Gegenwind hat. Also, dann sind wir uns einig. Du, Kuni, du kriegst ein ganz schönes Zimmer bei mir, dass da nichts abgeht. Du musst bloß die Hausarbeit machen, ja, und kochen. Auwe. Was hast denn, Bastl? Hast du viel Kartoffel im Keller? Nein, nicht einen einzigen. Dann wird sie aber als Köchin enttäuschen. Guten Morgen allerseits. Morgen. Guten Morgen, Regina. Guten Morgen, Thomas. Na, wie hast du geschlafen? Gut. Du, ich glaub, so gut wie noch nie in meinem Leben. Na komm, das ist nicht für dich, du verpatzter Teenager. Geh rein.
Mei, Thomas, du machst mir's weggehen, weil wirklich nicht leicht. Ja, dann bleib halt noch da. Normalerweise bin ich ja noch gar nicht beerdigt. Und du bist doch zu meiner Beerdigung gekommen. Ja, weil aber die bis auf Lebensdauer verschoben ist, fahre ich heute noch heim und du kommst dann morgen oder übermorgen nach. Als mein Mann. Na, na, ist mein halber Mann. Aha. Ja, ja, du ganz wirst es erst, wenn wir verheiratet sind. Du. Sind Sie Anverwandte des Verstorbenen? Ja, sogar sehr. Die Trauer scheint nicht sehr groß zu sein. Wir haben auch gar keinen Grund zum Trauern. Kann ich mir denken. Der Verstorbene war ja mittellos. Haben Sie eine Ahnung, wie reich der ist? Ich habe Ihnen die Meldung zu machen, dass die Leiche des Verunglückten vom Gerichtlich-Medizinischen Institut freigegeben ist und die Überführung und Bestattung stattfinden kann. Ui, ich bin ja tot. Das habe ich jetzt vor lauter Lebensfreude ganz vergessen. Was wollen Sie mit dieser Bemerkung sagen? Ja, einen Moment, Regina. Ich glaube, das Sterben ist leichter, als wir wieder lebendig werden. Ja. Telefonier sofort nach München an die Kriminalpolizei und klär den Irrtum auf, sonst wird's brenzlig. Ich werde es dem Wachtmeister ausdeutschen. Ja, gleich, Thomas. Ich bin selber so froh, wenn du wieder lebendig bist. Herr Wachtmeister, jetzt nehmen Sie bitte schön Platz. Ich muss Sie nämlich über was aufklären, was Sie vielleicht nicht gleich begreifen werden. Moment, die Polizei begreift alles. Haben Sie schon einmal mit einem Verstorbenen geredet? Bis jetzt noch nicht. Ja, dann tern Sie es jetzt. Wieso? Weil ich tot bin. Wer? Ich. Sie leben doch. Ja, freilich lebe ich. Gerichtlich, medizinisch bin ich tot. Und in Wirklichkeit lebe ich und das möchte ich aufklären. Ich brauche Sie nicht aufklären. Ja, dann bin ich ja tot. Das verstehe ich nicht. Sehen Sie, dass die Polizei doch nicht gleich alles begreift. Was wollen Sie denn eigentlich? Ja, gar nichts, als wie wieder lebendig werden. Aha. Sagen Sie mal, stehen Sie unter Alkoholeinfluss? Wieso? Oder gehört das zur Zimmereinrichtung? Na, na, da haben wir gestern meine Auferstehung gefeiert. Ja, ich sehe ja ein, dass ich eine Dummheit gemacht habe, weil ich es nicht gleich gemeldet habe. Was haben Sie nicht gemeldet? Ja, dass ich nicht tot bin, sondern lebe. Ja, aber Sie leben doch. Ja, freilich lebe ich. Aber der andere ist tot. Ja, das wissen wir ja. Nein, das wissen Sie eben nicht. Sie meinen, ich bin der andere. Wer sind Sie denn eigentlich? Nicht der andere, sondern der Richtige, der Lebendige. Der Tote, der hat mir nämlich meine Brieftaschen gestohlen, meine Ausweispapiere. Und jetzt halten Sie mich für den Toten. Ein Toter kann doch keine Brieftasche stehlen. Das hat er ja auch noch gemacht, wie er noch lebendig war. Und dann ist ihm das Unglück passiert und jetzt sind wir praktisch alle zwei tot. In Wirklichkeit lebe ich aber. Das ist ja wirres Zeug, was Sie da reden. Sie reden ja irr. Nein, ich bin völlig normal. Herr Wachtmeister, glauben Sie mir's doch. Ich bin der Schuhmachermeister Thomas Nothas. Sehen Sie, das glaube ich Ihnen gerade nicht. Dann ist mir auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich Ihnen gesagt, dass ich lebendig bin. Und ich bleibe auch lebendig. Trotz dem gerichtlich-medizinischen Institut. Gott, total verrückt. Ja, der Herr Wachmeister. Warten Sie mal. Was ist? Wer war denn der Mann, der gerade dann aufgegangen ist? Wir haben außer mir noch einen einzigen Mann im Haus. Und wer ist es? Der Bruder vom Nothas. So, so. Aha. Aube. Ich glaube, ich habe ja Dummheit angefangen. Eha! Dürfen du nicht aufpassen, gell? Ja, das kann doch ich nicht wissen, dass ein Ochs. Was Ochs? Dass der Ochsenbauer bei der Tür reinkommt, nicht? Was ist denn da los? Da draußen schaut's aus, als wäre auf einem Tandlermarkt. Wir haben gerade Räumungsausverkauf. So. Ich habe jetzt gerade die Meldung gekriegt von der Freigabe der Leiche. Aber wie mir scheint, Herr Wachtmeister, haben Sie die Meldung schon überbracht, hä? Allerdings. Ja. Aber da stimmt etwas nicht. Wieso? Hier ist einer da, der behauptet, dass er der... Der Bruder ist vom verstorbenen Nothas, jawohl. Dass er der Bruder sein soll, habe ich gerade von seinem Gehilfen erfahren. Ne? Er selber behauptet, dass er der Verstorbene ist. Wer? Der Gehilfe? Nein, der angebliche Bruder. Ach, der spinnt ja. Geh. Den Eindruck habe ich allerdings, dass er seine fünf Sinne nicht mehr benannt hat. Haben Sie mit ihm schon gesprochen? Alle gestern.
habe ich ihm doch im Namen der Gemeinde mein Beileid ausgedrückt. Ist das nichts? Ja, ist Ihnen da nicht aufgefallen, dass er wirr im Kopf ist? Ja, ein bisschen spaßig hat er schon dahergekriegt. Ob das am Ende nicht der Schwindler ist, hä? Er hat sich bei mir nicht als Bruder ausgegeben, sondern er behauptet, dass er der Verstorbene ist und lebt. Wer lebt? Der Verstorbene. Das sieht er mich, Freund. Wo ich doch schon den Namen der Gemeinde einen Kranz hab machen lassen. Der ist doch komplett narrisch, was wollen Sie denn? Das ist auch mein Eindruck. Jedenfalls werde ich sofort den Bezirksarzt verständigen, bevor ich weitere Schritte unternehme. Jawohl. Vielleicht können Sie inzwischen noch Näheres erfahren. Den Bruder, den Staubigen, den wäre jetzt Helfer. Der kommt mir gerade recht. Ja, du kommst mir auch gerade recht, Ochsen. Was ist das? Ich wollte gerade zu dir. Warum? Was möchtest du von mir? Ich muss dir was sagen. Ja? Das Todsein hängt mir zum Hals raus. Ich will wieder lebendig werden. Ja, das kann man mir vorstellen. Gottes Willen, bei einem Narrischen muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Dass er am Ende nicht tobsüchtig wird. Jetzt geh ich heim. Nein, bleib nur da. Sitz dich nieder. Ja. Ich muss mit dir reden. Ich weiß schon alles. Ich weiß alles. Der Wachtmeister hat mir alles erzählt. Ja, umso besser. Mhm. Aber das also doch kapiert, dass die Sache hier Richtigkeit hat, der Depp. Weil nur das kapiert, der Depp. Ja, und dass ich mich als meinen Bruder ausgegeben habe, ja. Das war ja nur ein Gaudi. Das war bloß ein Gaudi, Falle. Ja, okay. Den Närrischen muss man mal recht lassen, mein Lieber. War bloß ein Gaudi, gell? Ja. Jetzt wird er mal allmählich unheimlich. Hoffentlich wird er mal nicht topsichtig. Ja. Jetzt gehe ich wirklich heim. Nein, du bleibst da. Ja? Wir zwei sind noch lange nicht fertig. Aha. Wenn ich morgen gehe, muss alles seine Ordnung haben. Völlig. Wenn er mir nur nichts tut, dass ich. Also, nachdem du jetzt weißt, dass ich nicht tot bin, ja? Streichst du mich. Streich ich dich? Ja, da geh her. Da. Hey, nicht im Gesicht sollst du mich streichen. Nicht im Gesicht? Ja, woher ist das denn sonst gern? Mir ist ja wurscht. Du gehst jetzt sofort heim? Sofort heim! Geh was aus, den Narisch, bleib doch da. Bleib ja. Da, geh heim, bleib da. Was soll ich denn überhaupt machen? Du streichst mich jetzt sofort aus der Totenliste. Ja? Ich will wieder lebendig werden. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wenn da gerade wer kummert hat. Und jetzt? Ja? Rechnen wir zwei ab. Um Gottes Willen. Jetzt bringt er mich um. Du, pass auf, ich sag dir was. Wenn du mich erschießen willst, dann erschlage ich dich! Okay, was hast du denn, Narisch? Ich will dich da nicht erschießen. Nee? Nein, ich will dir nur was geben. Ein Gift? Dein Schuldschein, den du mir gestern gegeben hast, den schenke ich dir wieder. Ja? So, nimm ihn, ich brauch ihn nicht mehr. Morgen krieg ich 5000 Mark und dann zahle ich dir deine lumpigen 1000 da. Aber schaust denn so blöd? Schau ich blöd? Ja, und wir? Das muss ich ganz in Gedanken machen. Ja. Also, nimm ihn jetzt, uns ist schon richtig. Ja. Morgen kriege ich 5000 Mark. Ja. Oder glaubst du es vielleicht nicht? Weil ich glaube es. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Du hast einen Treffer gemacht. Im Toto. Beim Weihnachtspreisrätsel. Idiot. Spinnst du? Weil ich spinne. Natürlich spinne ich. Ja, ich schon bald selber, dass ich bin. Also, jedenfalls sind wir zwei jetzt im Reinen. Ja? Morgen zieh ich von da weg und du gehst jetzt sofort heim und machst mich standesamtlich wieder lebendig. Ja. Ja, schön heimgehen. Ich heimgehen? Ja. Das große Standesamtsregisterbuch aufschlagen. Aufschlagen. Und den Thomas Nothaas, mich. Ja? Aus der Totenliste ausstreichen. Ausstreichen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Dede. Gott sei Dank, mein Lieber. Der hat mich jetzt so sauber ins Schwitzen gebracht. So, was ist? Auch Sie sind's, Herr Wachtmeister. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Haben Sie was erfahren? Ja, ich habe jetzt allerhand ausgestanden.
Haben Sie mit ihm gesprochen? Frau Liebig redet mit ihm. Und? Was haben Sie für einen Eindruck? Total narrisch. Aha. Ich soll ihn wieder standesamtlich lebendig machen, hat er gesagt, ja. Und morgen hat er gesagt, er kriegt 5.000 Mark. Ah. Und dann zahlt er mir die 1.000 Mark. Und dann hat er nur zum Singen angefangen und hat gesagt, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiße. Dede! So was kann der bloß ein Narrischer sagen, oder? Ja, wo ist der jetzt? Da ist er auf. Hoffentlich kommt er nicht mehr runter. Ja, ich habe inzwischen den Herrn Bezirksarzt angerufen. Der kommt sofort drüber. Ja, dann schleicht man uns. Ich habe jetzt genug von den Narrischen. Naja, warten wir erst einmal das Gutachten des Arztes ab. Ja, das tun wir. Warte, lass mich vor. So, Wastel, jetzt warten wir's, dass wir morgen nicht aufgehalten sind. Jetzt tun wir erst einmal die alten Schuhe raus. Okay, das Plump lassen wir doch liegen, der soll sich selber aufräumen. Nein, Wastel, wir verlassen das Häusl im gleichen Zustand, wie wir es bezogen haben. Ach so. Ja, dann muss ich zuerst nur die Fenster einschlagen. Die waren nämlich nicht drin, wenn wir einzogen sind. Geh weiter jetzt. Und gib mir mal einen Arm für die Schuhe. Nix da, du wirst mir doch nicht mit den alten Schuhen deinen schönen Anzug dreckig machen. Weißt du was? Stell dir mal dann über, dann schmeiß ich das hin. Ach so, jetzt geht's. Also. Fang auf, geht so! Hopp! 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 Langsam, noch eine Zeit! Herrgott, die Schuhe möchte ich alle den Ochsenbauer an den Kopf schmeißen! Gib was auf, sonst schmeißt das ja mir an den Kopf! Langsam, ich bin ja kein Torwart! Hopp! Ah, jetzt ist morgen immer narischer Teife! Jodala! Au! Au! Ah, Grutzenesen, versteht? Ist sicher ganz Feuerwerk! Himmelsseiten. Ja, was sehe ich denn da? Da sind ja der Ochsenbauer Zinsl ihre Raupenschlepper. Meister, pass auf! Jetzt schieße ich ja durch. Ein Gang raus. Ihr zeigt. So, da. Ho! Aber nix ist. Noch einmal. Aha! Da haben wir ja schon den Patienten. So, hurra! Tor! Das ist ja nicht auch nicht von dir. Das macht man gleich. Was machen Sie denn da? Ich? Auf Trambahn warte. Da haben Sie aber einen schönen Fußball. Der spinnt für mich. Aber lieber Herr, das ist doch kein Fußball. So, was ist es denn dann? Ein Klavier, tappiger Host, du Host. Tatsächlich, ich sehe etwas schlecht. Also, den müssen Sie mit dem Kinderwagen überfahren haben, das ist ja hin. Der Fußballsport ist sehr gesund. Ja, das habe ich gemerkt. Haben Sie Schmerzen im Kopf? Ah, ich bin recht zufrieden. Aha. Wo fange ich denn mit dem bloß an? Kommen Sie, setzen Sie sich. Aber nein, schauen Sie, ich habe doch keine Zeit. Setzen! Ich habe doch keine Zeit, nicht mehr. Wir sind doch auf der Flucht. Was sind Sie? Nichts bin ich. Sie haben mir gerade etwas von einer Flucht erzählt. Wohin möchten Sie denn flüchten? Nach Ägypten. Wie die heilige Familie. Bloß der Esel fällt noch. So, so. Ich fahre auch nach Ägypten. Würden Sie nicht mit mir fahren? Also, der spinnt ja hochgradig, mein Lieber. Nein, ich hab's Ihnen ja gesagt, keine Zeit, gell? Ich möchte nur Ihren Kopf untersuchen. Ah, das vergeht schon wieder, das vergeht schon wieder. Ich bin Phrenologe. Ja, das ist ja mir wurscht. Wenn ich nur sehen tät, was der mit meinem Kopf macht. Herein. Ja, was ist denn? Was ist denn? Thomas! Thomas! Aha, er hat immer noch die Vision. Aber Thomas ist doch tot. Nein, der lebt. Der schlagt ihn das Kreuz ab, wenn er runterkommt. Das sag ich Ihnen. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Schauen Sie auf diesen Finger.
Tun Sie Fliegen fangen? Sind Sie im Krieg gewesen? Jawohl. Waren Sie verwundet? Jawohl, zweimal. Wo? Einmal am Oberarm, das zweite Mal bei Dünkirchen. Furchtbar verwirrt die Antwort. Haben Sie das Gefühl, dass Sie tot sind und trotzdem leben? Nein, ich habe das Gefühl, dass Sie spinnen. Würden Sie mit mir kommen? Ich möchte gerne von Ihrem Kopf einen Gipsabdruck machen. Ja, aber ich lasse das nicht aus meinem Kopf einen Gipskopf machen. Aber das tut doch nicht weh. Gelassen Sie mir da Ruhe. Sie kommen da rein und spinnen mich an. Ich sage Ihnen, ich bin doch kein Depp. Da können Sie mich fanatisch machen, gell? Ja, wer sind denn Sie überhaupt, hä? Ich bin der Bezirksarzt. Ja, ich bin einwandfrei. Der ist alle Augenblick was anderes. Zuerst war gerade ein Freno Dings. Ich möchte ja nur Ihren Kopf. Ja, aber Sie haben doch selber einen, den auch ein bisschen defekt ist. Ich weiß Ihnen in unserem Dorf ein Dutzend Wasserköpfe und Eierköpfe. Die können vergipsen, aber mich lassen Sie in Ruhe. Klavier oder Fußball? Das ist hier die Frage. Ein merkwürdiger Fall. Einmal lichte Momente und dann wieder die Neigung zu Tobsuchtsanfällen. Na, Herr Bezirksarzt, wie ist das Gutachten? Hier liegt unbedingt eine geistige Störung vor. Ich werde Ihnen jetzt eine Einweisung zur Beobachtung in die Kreisnervenklinik schreiben und Sie veranlassen dann alles Weitere. Bitte die Sanitäter darauf aufmerksam zu machen, dass der Patient leicht zu Tobsuchtsanfällen neigt. Jawohl, Herr Bezirksarzt. Der Krankenwagen kann in circa einer halben Stunde da sein. Kommen Sie! Jawohl. Gott sei Dank, dass der fort ist, du. Der hat mir jetzt fein nervös gemacht, ich sage dir. Ja, wer war denn das überhaupt? Der Bezirkstierarzt, hat er gesagt. Was will denn der Tierarzt bei uns? Ja, ich sag das ja, dass er narrischer war, nicht? Du, da müssen wir eigentlich die Polizei verständigen. Ja, das tue ich auch, bevor noch ein Unglück passiert. Dass die Regina so lange ausbleibt, das macht mich unruhig. Nein, das geht halt nicht so schnell. Die muss halt warten, bis sie eine Verbindung kriegt, nicht? Ja. Du, dann geh ich wieder in meine Kammer und tu einpacken, ja. Gell, wenn gerade was sein soll. Du und ich geh auf die Polizei, gell? Ach so, was verstehst du? Was du? Ja? Bist du allein? Du, da kommst mir gerade recht. Ich wollte jetzt gerade auf die Polizei und dann zu dir. Aha. Bist auch schon draufgekommen, dass da was nicht stimmt? Ja, Freile, bei uns ist ein Arischer. Das weiß ich schon. Warum war er bei dir auch schon? Wieso? Weil der Leute sucht, die einen Wasserkopf haben. Was? Wo ist er denn jetzt? Das weiß doch ich nicht. Auf alle Fälle nicht mehr da, nicht? Gott sei Dank. Ja. Dann kann ich mich ein bisschen niedersetzen. Ach, der. Ja, hättest du nicht rauslassen? Ja, hättest du nicht rauslassen. Ich bin froh, dass er dahin ist, aber den lasse ich verhaften, das sage ich dir. Haben wir schön die Wege geleitet. Wir haben die Sanitäter antelefoniert, die holen ihn jetzt. Na, dann bin ich schon froh. Du sag einmal, hast du gestern nichts gemerkt, dass da was nicht stimmt? Wie er sich als Bruder, als Zwillingsbruder vom Nothaus ausgegeben hat? Hä? Ja, von wem redst denn du eigentlich? Na ja, von den Narrischen. Okay, der ist doch nicht narrisch. Weil ist er narrisch? Wer doch einen Narrischen kennen? Ich hab da selber geredet mit ihm. Der, mit dem du geredet hast? Das war doch der Nothaus selber. Halt mich doch nicht für blöd. Der Nothaus, der ist ja tot. Nein, der war tot. Jetzt ist er's nimmer. Jetzt ist er wieder lebendig. Na, jetzt kennt er mich nimmer aus. Ja, bitte nie narrisch. Du wirst schon wissen, was du bist, nicht? Ja, bin ich denn da in einem Narrenhaus? Das gibt's doch gar nicht. Ja, freilich gibt's das. Genau auf, der ist in seiner Kammer drum. Kannst du ihn höchstpersönlich in Lebensgröße in Augenschein nehmen, wenn du willst. Ach, geht's so. Der Thomas hat einen Bart gehabt und der hat keinen. Wie er vor zwei Tagen gekommen ist, da hat er auch einen Bart gehabt, aber seine Frau... Seine Frau, der ist ja gar nicht verheiratet, was willst du denn? Also bitte seine zukünftige Frau, die will ihm keinen Mann mit einem Bart, nicht? Und du warst ganz gewiss, dass das der leibhaftige Nothaus ist, hä? Genauso wie du der leibhaftige Ochs. Hä? Ochsenbauer bist. Mein lieber Freund, den werde ich was erzählen. Mhm. Ich lass mich doch nicht zum Hans Wurstenmacher da erinnern. Ja, ja, freilich. Ich mein, der ist narrisch. Ja. Dabei darf er mich für einen Deppen anschauen. Ja, was? Da soll man bloß nicht dumm kommen, das sag ich dir. Du, pass auf. Was denn?
Und du weißt ganz gewiss, dass er nicht narrisch ist? Auf alle Fälle nicht so narrisch wie du. Was? Du, den hänge ich jetzt einen Prozess an. Wegen Irreführung der Behörde. Ja, das tust du. Halt! Was denn? Du bleibst da, dass ich einen Zeugen hab. Im Falle, dass er tätlich wird. Aha. Schön da bleiben, gell? Ja, kennst du mir jetzt gut. Es wird aber höchste Zeit, dass wir flüchten, sonst gibt's bei der Garde nichts zum Lachen, mein Lieber. So, jetzt bin ich wieder da. Ja? Bis lang hat's dauert. Ja, und hast was ausrichten können? Ja, die haben jetzt den Unglücksfall an die zuständige Kriminalpolizei nach Miesbach weitergeben. Oh mein, dann dauert's ja 4 Jahre. Ja. Naja, aber so viel habe ich wenigstens erreicht, dass heute noch der Wachtmeister instruiert wird. Mei, Wasli, ich bin so froh, wenn der Thomas gesetzlich wieder lebendig ist. Und ich, wenn wir von da fort sind, das ist ja das reinste Narrenhaus. Ja. Sag mal, wo ist denn der Thomas? In seiner Kammer ist er drum, der Ochsenbauer ist gerade bei ihm. Die verhandeln über die Lebendigen und die Toten. Ui, da muss ich dabei sein, weil sonst ist der Thomas der Verspielte. Ja. Meister, ich meine allerweil. Die ganze Geschichte war kein Meisterstück von dir. Du weißt denn? Auwe. Mein Vater soll bei euch sein. Wo ist er denn? Weißt du, er soll sofort zum Wachtmeister kommen. In seiner Kammer ist er drum und verhandelt mit Thomas. Wegen meiner. Wieso wegen deiner? Ja, weil ich den Thomas heirate. Auf einen Thomas? Sein Bruder. Er hat doch gar keinen Bruder. Geh, du Lüger da. Gestern habe ich ein Skript mit ihm. Freilich hat er einen Bruder. Das war doch nicht sein Bruder, das war doch er selber. Wer er? Der richtige Thomas. Und er lebt da also? Ja, freilich. Gell, ich hab's gleich gesagt, dass er wieder zusammenflicker bei der englischen Fräulein im Institut. Bloß sein Bart, den wo sie ihn weggefahren haben, den haben sie ihm nimmer hinflicker können. Aber das macht nix. Ich nimmer ihn auch ohne Bart. Ja. Du pass auf, deine Schuhe, gell? Die können wir da jetzt nicht mehr machen, weil wir wandern morgen aus. Da nimm's mit. Ja, aber wieso, wenn ihr einen Thomas heirat, dann braucht's doch ihr nicht ausziehen. Wir wandern trotzdem aus in ein anderes Land, wo es keine Deppen mehr gibt. Wie mich der jetzt angeschaut hat, ich glaub, der ist scharf auf mich. Ich lass mich doch nicht zum Hans Wurstenmacher da herum. Aber Ochsenbauer, kein Mensch hat dich zum Hans Wursten gemacht. Ja. Am allerwenigsten Thomas. Schuld bist du selber. Ja, wieso ich selber? Naja, du hast doch einfach die Meldung, die noch nicht einmal amtlich war. Im Standesamtsregister ist dort ein Drang. Was hätte denn sonst machen sollen? Ja, warten hättest du sollen, bis das alles amtlich festgelegt ist. Aha. Wenn man jemand voreilig amtlich sterben lässt, dann muss man auch wieder amtlich lebendig machen. Alles andere habe ich schon geregelt und werde ich noch regeln. Naja, und deine Schuld ist auch zahlt? Also, du hast gar keinen Schaden. Für die Gott. Ich werde es euch schon mal beweisen, was ein Toter ist und ein Lebendiger. Du, Vater. Was möchtest du? Darf ich ihn jetzt heiraten? Wem? An Thomas. Schau, dass du verschwindest und sag mir den Namen nicht mehr. Was hast du denn bloß? Mit dir kann man ja gar nicht reden. Mit mir kann man nicht reden? Du bist ja narrisch. Was bin ich? Was bin ich narrisch? Ja, was bin ich? Scheiße! Ah, da schau her. Grüß Gott, meine Herren. Grüß Gott. Ja. Seid ein bisschen spät dran. Ist alles wieder in Ordnung. Wir haben nämlich keinen narrischen nicht mehr. Nein. Wir haben nur noch einen Toten. Und der ist wieder lebendig. Hallo. Nachher kommen wir noch gleich mit. Ich? Ja, was soll denn ich? Ja, ich bin doch nicht narrisch. Das hat bis jetzt nur jeder gesagt. Und jetzt mich doch auslassen, was wollt ihr mit mir? Ich bin doch der stellvertretende Bürgermeister von hier. Bürgermeister? Mhm. Das ist ja ganz was Neues. Schauen Sie mich an. Ja. Ich bin der Napoleon. Auf geht's, gehen wir. Lass mich doch aus, dass das neu ist, Mann. Da fährt gerade ein Sanitätsauto weg. Ui, da wird doch nichts passiert sein. Ja, das ist aber gespaßig. Ja, verrückt!
Ja, Wastl, was ist denn los? Jawohl, du, jetzt haben die Sanitäter gerade einen Ochsenbauer geholt. Gottes Willen, ist ihm was passiert? Nein, dich hätten sie holen sollen, weil sie gehabt haben, du bist narrisch, jetzt haben sie dich mit dem Ochsenbauer verwechselt. Na ja, aber das müssen wir doch verhindern. Nein, lass nur, der fährt so selten Auto. Ich habe jetzt gerade von der Kriminalpolizei einen Anruf erhalten, der alles in einem anderen Licht erscheinen lässt. Demnach wären Sie der totgeglaubte Thomas Nothas? Ja, ich bin's wirklich. Was enthielt die Brieftasche, die man Ihnen gestohlen hat? 50 Mark im Papier und mein Ausweis von der Handwerkskammer. War sonst noch was drin? Ja, auf einem zusammengelegten Zettel waren die Maße von einem Damenschuh. Können Sie sich auf die Maße entsinnen? Ja, ganz genau, wie wenn ich es gestern erst angemessen hätte. 23, 24, 32, 38. Wir brauchen es gar nicht nachmessen, Herr Wachtmeister. Sind Sie ruhig, Sie sind jetzt nicht gefragt. Ach so. Sie sind am gleichen Tag, wie das Unglück passiert ist, nach Hause gekommen? Ja. Warum haben Sie denn den Verlust Ihrer Brieftasche nicht sofort der Polizei gemeldet? Mein Gott, die hätten mir auch kein Geld gegeben zum Heimfahren. Mir hat es ja schon so pressiert. Hat Sie im Dorf jemand gesehen, wie Sie angekommen sind? Nein, es war ja schon Nacht. Hat Sie gar niemand gesehen? Ja doch, am anderen Tag in der Früh. Der Wastl, mein Gesell, und die Kuni, meine Haushälterin. Wo ist der Wastl? Das sind Sie doch. Ich bin ja nicht gefragt. Blödsinn. Also, Sie können bezeugen, dass Ihr Meister wieder wohlbehalten nach Hause gekommen ist. Bin ich jetzt gefragt? Ja. Ja, dann ist mein Meister wieder wohlbehalten nach Hause gekommen. Wie heißen Sie? Sebastian Glöfinger. Das ist gut. Geboren am 18. November 1928 in Wolperdingen. Schuhmachergeselle? Ober. Was heißt Ober? Obergeselle bei der Schuhfabrik Thomas Nothas und Co. Der Co bin ich. Das hier ist doch keine Schuhfabrik. Aber bis Sie das geschrieben haben, haben wir unsere neue Firma schon links eröffnet. Rufen Sie Ihre Haushälterin. Ja. Kuni? Ja? Komm mal rein. Ja, was gibt's denn? Du musst jetzt dem Herrn da drüben sagen, was du über mich weißt. Nur Gutes. Nur Gutes. Also Frau, jetzt erzählen Sie mir noch mal den ganzen Hergang. Ja, also da gibt's ja nicht viel zu erzählen, gell? Also der Thomas, der war schon 3 Tage aus. Und ich und der Wastl haben schon Angst gehabt, dass ihm was passiert ist, gell? Und vorgestern in der Früh, wenn wir gerade beim Kaffee sitzen, kommen Sie daher und bringen uns die Meldung von dem Unglück. Also wir waren ganz auseinander. Ganz auseinander. Auf einmal kommt der Thomas und steht da, wie er lebt und lebt. Zuerst haben wir ja gemeint, das ist sein Geist. Aber dann war das wirklich, eine Freude. Ja, schon gut. Eine Freude. Sie können wieder gehen. Eine Freude. Ja. Was sagen Sie, gehen kann ich? Ja, was fragen Sie mich noch zuerst so dumm? Eine Freude war das. Ja. Sind Sie in einer Lebensversicherung? Nein. Wir sind in keiner Partei, nicht einmal bei der Krankenkasse. Und warum haben Sie sich Ihren Bart abrasiert? Sehen Sie, Herr Wachtmeister, das war auch so eine Idee von mir, damit er sich nicht mehr so gleich schaut, wissen Sie? Herr Wachtmeister, auf die Weise habe ich alle Beileidsbezeugungen höchstpersönlich entgegennehmen können. Und wenn Sie mich einsperren, eine Gaudi war es doch. Ja. Aber was die Hauptsache ist, durch meinen Tod bin ich zu dem liebsten Weiberl da gekommen. Und bitte schön, Herr Wachtmeister, die ganzen Bestattungskosten für den unbekannten Toten übernehme ich. Der arme Teufel soll ehrlich und wie es der Brauch ist, seine Ruhe finden. Ich bin ihm so viel Dank schuldig. Ich danke Ihnen und werde Ihr Anerbieten weitermelden. Und wann werde ich eingesperrt? Bitte schön, also wenn es möglich ist, noch vor der Hochzeit. Von einer Freiheitsstrafe wird wohl kaum die Rede sein, denn eine strafbare Handlung liegt nach eingehender Untersuchung nicht vor. Also Bewährungsfrist bis zum Standesamt, hä? Guten Tag. Grüß Gott. Ach, da sind Sie ja. Guten Tag, Herr Nothas. Was, da staunen Sie, dass ich auch ohne Bart wieder erkenne. Sieht übrigens viel besser aus. Ja, grüß Gott, Herr Jansen. Stimmt. Und das beweist mir, dass Sie mein Schreiben bekommen haben. Ja, das ist der Herr, der mich im Auto mitgenommen hat. Aha. Warum? Zweifelt jemand daran? Hat gezweifelt. Kann ich jederzeit unter Eid bestätigen. Herr Nothas, ich bin ja wegen des Vertrages gekommen. Wir können mit dem Drehbuch ja sonst nicht anfangen. Also ich sage Ihnen, das wird eine reizende Geschichte. Titel? Der Schuh der Meisterin.
Nur den Schluss, den müssen wir ein bisschen ändern. Ja, wenn wir den Schluss machen, den wir jetzt gerade haben, dann wird das großartig. Ja, ja, da haut's ihn um. Ja, was ist denn? Ja, was so, ja, was ist denn mit dir los, Ochse? Hä? Unter die eiskalte Duschen haben sie mich gestellt. Ja, du darfst ja schauen, dass du das Bett kommst, sonst kriegst du die Masern. Fahren die mich ins Narrenhaus? Nein. Mich und Ochsenbauer? Ah, die haben die Kinder. Ja, eben nicht. Wenn nicht zufälligerweise der Bezirksarzt da ist, dann behalten sie mich ja ganz. Ja, du hättest ja nichts versäumt, ne? Was? Der Fall Nothas hat sich als harmlos erwiesen. Jetzt müssen sie ihn halt wieder in das Standesamtsregister als Lebendiger eintragen. Ja, das ist nicht so einfach. Wie soll ich denn das machen? Tragst du ihn halt als Frühgeburt ein. Meine Aufgabe ist erledigt. Und das andere, Herr Bürgermeister, müssen Sie jetzt regeln. Habe die Ehre. Ja, gibt's denn sowas auch? Ja, gibt's denn sowas auch? Ja, was ist denn, Zinzele? Mein Vater, haben sie ins Narrenhaus. Na, den haben sie schon wieder rauslassen. Da sind doch die Gescheiteren drin. Da gegenüber sie und weiter. Vater, Gott sei Dank, bist du gar nicht narrisch? Noch nicht. Aber ich wär's nur. Also, meine Herrschaften, das mag für Sie ja ganz unterhalten sein, aber ich bin ja wegen des Vertrages gekommen, Herr Nothas. Haben Sie unterschrieben? Hab ich. Da ist er. Dankeschön. Und hier ist auch der Scheck über 5.000 Mark. 5.000 Mark! Herrgott, gib diesen Haufen Kartoffeln. Der richtige Thomas. Einer lebt da also. Ja, Freile. Gell, ich hab's gleich gesagt, dass wie der Zahnflicker bei den englischen Freilein im Institut. Bloß sein Bart, den wo sie ihm weggefahren haben, den haben sie ihm nimmer hinflicken können. Aber das macht nichts.
Ich nehme ihn auch ohne Bart. Ja. Du, pass auf, deine Schuhe, gell? Die können wir da jetzt nicht mehr machen, weil wir wandern morgen aus. Da nimm's mit. Ja, aber wieso, wenn ihr einen Thomas heirat, dann braucht's doch ihr nicht ausziehen. Wir wandern trotzdem aus in ein anderes Land, wo es keine Deppen mehr gibt. Wie mich der jetzt angeschaut hat, ich glaub, der ist scharf auf mich. Ich lass mich doch nicht zum Hans Wursten machen da herum. Aber Ochsenbauer, kein Mensch hat dich zum Hans Wursten gemacht. Ja. Am allerwenigsten Thomas. Schuld bist du selber. Ja, wieso ich selber? Naja, du hast doch einfach auf die Meldung, die noch nicht einmal amtlich war. Im Standesamtsregister ist dort ein Drang. Was hättet denn sonst machen sollen? Ja, warten hättest du sollen, bis das alles amtlich festgelegt ist. Aha. Wenn man jemand voreilig amtlich sterben lässt, dann muss man auch wieder amtlich lebendig machen. Alles andere habe ich schon geregelt und werde ich noch regeln. Naja, und deine Schuld ist auch zahlt? Also, du hast gar keinen Schaden. Für die Gott. Ich werde es euch schon mal beweisen, was ein Toter ist und ein Lebendiger. Du, Vater. Was möchtest du? Darf ihn jetzt heiraten? Wem? An Thomas. Schau, dass du verschwindest und sag mir den Namen nicht mehr. Was hast du denn bloß? Mit dir kann man ja gar nicht reden. Mit mir kann man nicht reden? Du bist ja narrisch. Was bin ich? Was bin ich narrisch? Ja, was bin ich? Scheiße! Ah, da ist er her. Grüß Gott, meine Herren. Grüß Gott. Ja. Seid ein bisschen spät dran. Ist alles wieder in Ordnung. Wir haben nämlich keinen narrischen nicht mehr. Nein, nein. Wir haben nur noch einen Toten. Und der ist wieder lebendig. Hallo. Nachher kommen wir noch gleich mit. Ich? Ja, was soll denn ich? Ja, ich bin doch nicht narrisch. Das hat bis jetzt nur jeder gesagt. Und jetzt mich doch auslassen, was willst du mit mir? Ich bin doch der stellvertretende Bürgermeister von hier. Bürgermeister? Mhm. Das ist ja ganz was Neues. Schauen Sie mich an. Ja. Ich bin der Napoleon. Auf geht's, gehen wir. Lass mich doch aus, dass das neu ist, Junge. Da fährt gerade ein Sanitätsauto weg. Ui, da wird doch nichts passiert sein. Ja, das ist aber spaßig. Na, hast du drei Schressel? Idiot! Spinnst du? Weil ich spinne! Natürlich spinne ich! Ja, aber ich hab bald selber, dass ich spinne. Also, jedenfalls sind wir zwei jetzt im Reinen. Ja? Morgen zieh ich von da weg. Und du gehst jetzt sofort heim und machst mich standesamtlich wieder lebendig. Ja. Ja, schön heimgehen. Ich heimgehen? Ja. Das große Standesamtsregisterbuch aufschlagen. Aufschlagen. Und den Thomas Nothas, mich, ja, aus der Totenliste ausstreichen. Ausstreichen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Dede. Dede! Gott sei Dank, mein Lieber. Der hat mich jetzt so sauber ins Schwitzen gebracht. So, was ist? Auch Sie sind's, Herr Wachtmeister. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Haben Sie was erfahren? Ja, ich habe jetzt allerhand ausgestanden. Haben Sie mit ihm gesprochen? Weil ich geredet mit ihm. Und, was haben Sie für einen Eindruck? Total narrisch. Aha. Ich soll ihn wieder standesamtlich lebendig machen, hat er gesagt, ja. Und morgen hat er gesagt, er kriegt 5.000 Mark. Und dann zahlt er mir die 1.000 Mark. Und dann hat er nur zum Singen angefangen und gesagt, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Dede! So was kann der bloß ein Narrischer sagen, oder? Ja, wo ist der jetzt? Da ist er auf. Hoffentlich kommt er nicht mehr runter. Ja, ich habe inzwischen den Herrn Bezirksarzt angerufen. Der kommt sofort drüber. Ja, dann schleichen wir uns. Ich habe jetzt genug von den Narrischen. Naja, warten wir erst einmal das Gutachten des Arztes ab. Ja, das tun wir.
Und lass mich vor. So, Wastel, jetzt warten wir's, dass wir morgen nicht aufgehalten sind. Jetzt tun wir erst einmal die alten Schuhe raus. Okay, das Plump lassen wir doch liegen, der soll sich selber aufräumen. Nein, Wastel, wir verlassen das Häusl im gleichen Zustand, wie wir es bezogen haben. Ach so. Ja, dann muss ich zuerst noch die Fenster einschlagen. Die waren nämlich nicht drin, wenn wir einzogen sind. Geh weiter jetzt. Und gib mir mal einen Arm für die Schuhe. Nichts da, du wirst mir doch nicht mit den alten Schuhen deinen schönen Anzug dreckig machen. Weißt du was? Steh dir mal dann über, dann schmeiß ich das hin. Ach so, jetzt geht's zu. Also, fang auf, geht's zu. Hopp, hopp, hopp. Langsam, noch Zeit. Herrgott, die Schuhe... Das wissen wir ja. Na, das wissen sie eben nicht. Sie meinen, ich bin der andere. Wer sind Sie denn eigentlich? Nicht der andere, sondern der Richtige, der Lebendige. Der Tote, der hat mir nämlich meine Brieftasche gestohlen mit meinen Ausweispapieren. Und jetzt halten Sie mich für den Toten. Ein Toter kann doch keine Brieftasche stehlen. Das hat er ja auch noch gemacht, wie er noch lebendig war. Und dann ist ihm das Unglück passiert und jetzt sind wir praktisch alle zwei tot. In Wirklichkeit lebe ich aber. Das ist ja wirres Zeug, was Sie da reden. Sie reden ja irr. Na, ich bin völlig normal. Herr Wachtmeister, glauben Sie mir's doch, ich bin der Schuhmachermeister Thomas Nothas. Sehen Sie, das glaube ich Ihnen gerade nicht. Dann ist mir auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich Ihnen gesagt, dass ich lebendig bin. Und ich bleibe auch lebendig. Trotz dem gerichtlich-medizinischen Institut. Gott, total verrückt. Ja, der Herr Wachmeister. Wir warten Sie mal. Was ist? Wer war denn der Mann, der gerade dann aufgegangen ist? Wir haben außer mir noch einen einzigen Mann im Haus. Und wer ist das? Der Bruder vom Nothas. So, so. Aha. Aube. Ich glaube, ich habe ja Dummheit angefangen. Eha! Dürfen wir du nicht aufpassen, gell? Ja, das kann doch ich nicht wissen, dass ein Ochs. Was Ochs? Dass der Ochsenbauer bei der Tür reinkommt, nicht? Was ist denn da los? Da draußen schaut's aus, als wäre auf einem Tandlermarkt. Wir haben gerade Räumungsausverkauf. So. Ich habe jetzt gerade die Meldung gekriegt von der Freigabe der Leiche. Aber wie mir scheint, Herr Wachtmeister, haben Sie die Meldung schon überbracht, hä? Allerdings. Ja. Aber da stimmt etwas nicht. Wieso? Hier ist einer da, der behauptet, dass er der... Der Bruder ist vom verstorbenen Nothas, jawohl. Dass er der Bruder sein soll, habe ich gerade von seinem Gehilfen erfahren. Ne? Er selber behauptet, dass er der Verstorbene ist. Wer? Der Gehilfe? Nein, der angebliche Bruder. Ach, der spinnt ja. Geh. Den Eindruck habe ich allerdings, dass er seine fünf Sinne nicht mehr benannt hat. Haben Sie mit ihm schon gesprochen? Alle gestern habe ich ihm doch im Namen der Gemeinde mein Beileid ausgedrückt. Ist das nichts? Ja, ist Ihnen da nicht aufgefallen, dass er wirr im Kopf ist? Ja, ein bisschen spaßig hat er schon dahergekriegt. Ob das am Ende nicht ein Schwindler ist, hä? Er hat sich bei mir nicht als Bruder ausgegeben, sondern er behauptet, dass er der Verstorbene ist und lebt. Wer lebt? Der Verstorbene. Das sieht er mich, Freund. Wo ich doch schon den Namen der Gemeinde einen Kranz hab machen lassen. Der ist doch komplett narrisch, was wollen Sie denn? Das ist auch mein Eindruck. Jedenfalls werde ich sofort den Bezirksarzt verständigen, bevor ich weitere Schritte unternehme. Jawohl. Vielleicht können Sie... Vierte. Ja, was ist denn, Sag einmal, möchtest du da herin über Nacht bleiben, oder was? Nein, das gerade nicht. Du, Wastl. Hä? Wenn der Thomas heimkommt, Ja. Dann sagst du ihm, er muss nicht verzweifeln wegen der Räumung. Ich hab schon ein gutes Wort eingelegt beim Vater. Ja, ich werd's ihm sagen. Aber das vom Heiraten, das sagst du ihm nicht. Und dass er mir narrisch gefallen tät, das sagst du ihm auch nicht. Warum nicht? Mei, eine Frau darf einen Mann nicht gleich alles merken lassen. Aha. Na ja, sonst ist der Reiz beim Teufel. Ja, ja, freilich. Ja. Jetzt geh. Ja, sei so gut. Vierte. Ja, was ist denn? Ich hab glaubt, du gehst. Du, Wastl. Noch was? Was tun denn die schillernden Frauen mit den Mannsbildern? Heiraten tun sie's. Bist jetzt zufrieden? Heiraten? Ja. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Hoffentlich kriegt die keine Kinder. Ja,
Ja, Kruzinesen hat der Teetrimmer fürs. Die müsste ja zum Kraut einstampfen gehen. Na, die mache ich heute nicht mehr. Übermorgen sind wir arbeitslos, obdachlos und mittellos. Weißt du was, Weißl? Mach Feierabend, geh ins Wirtshaus und kauf dir ein paar Maß Bier auf Abzahlung. Das wird das Beste sein. Schadele. Halt, am Meister muss ich noch eine Nachricht da lassen, damit er auch weiß, wo ich bin, wenn er heimkommt. Herrschaft, da ist aber finster. Schadele. Lieber Meister, die Kuni ist zu ihrer Schwester, denn sie ist in der Hoffnung, dass sie dorten ein Geld bekommt zum Essen gibt es Karten. Ah, dann bin ich schon beruhigt. Du weißt noch. Hä? Und in dem kleinen Diegel, da ist noch ein bisschen Fett drin. Da könnt ihr euch dann gräß die Kartoffel machen. Glaubst du, die hört nicht auf mit ihren Kartoffeln? Ja, geh nur zu, wir werden uns schon was zusammenbanschen. Und tut's mir ja sparen. Bei die Kartoffel bestimmt. Naja, es ist ja sowas. Naja, es nützt ja nichts. Packen wir's wieder. Grüß Gott. Ja, das Fräulein Zinzel. Brauchen wir wieder mal ein paar Schuhdoppeln, hä? Ja, woher weißt jetzt du das? Ja, jetzt ist doch die Wallfahrer-Hochsaison. Es ist immer ein Segen für uns Schuster. Diesmal hast du es erraten. Da. Ja, sag einmal, wo bist denn du gewesen, dass deine Schuhe gar so zerfetzt sind, hä? Im Maria Schnee. Oh je. Ja, das ist ja 12 Stunden zu Fuß. Ja, was tust denn du im Maria Schnee? Soviel ich weiß, ist ja das eine Wallfahrt für einen Kindersegen. Ja, ja, eben, deswegen. Kinder sind ein Segen Gottes. Möchtest du heiraten? Ja, jedes Jungsmadel möchte heiraten. Ja, das stimmt schon, aber was sagt denn da dein Vater dazu? Der will's ja haben. Ja, und einmal muss ich's auch lernen. Was? Das Heiraten. Ach so. Ja, und darum lasst er ja auch das Häuser da herrichten. Mhm. Und ganz modern auch noch. Mit Bad und Zentrifugalheizung. Und darum wird der Thomas in ein paar Tagen auf die Straße gestellt, gell? Ja, mei. Da kann ich auch nichts dafür. Der Thomas könnte es ja anders haben. Der will ja nicht. Da möchtest du mir nicht sagen, wie. Wenn er mich heiraten täte. Ja, mein Vater wäre froh, wenn mich einer heiratet. Und ich will auch einmal Ehefrau werden. Ja, das glaube ich da schon, aber ob dort der Thomas gerade der Geeignete dafür ist. Der Thomas ist nicht da? Nein, der ist nach München gefahren. Wann kommt er denn wieder? Ja, eigentlich müsste er schon seit 2 Tagen da sein. Okay, so lang kann doch ein Zug nicht Verspätung haben. Du kannst ja nicht so lang warten, bis deine Schuhe fertig sind, gell? Ja, ich mach mir jetzt Sorgen um ihn. Um wem? Um einen Thomas. Ob er nicht am Ende Sittlichkeitsverbrecher in die Hände gefallen ist. Gerd, spinn doch nicht. Ja, und warum dann nicht? Ich hab's erst neulich in der Zeitung gelesen. Man warnt die Landbevölkerung, insbesondere die Jugend, vor den Gefahren der Großstadt. Drum fahre ich ja nur in die Stadt. Da soll's bloß so wimmeln vor lauter Schild. Ui, na, weiß ich schon, wie ich dran bin. Ich gehe jetzt ein bisschen raus an die frische Luft. Warum? Weil mir der Herrin so heiß wird.
Komm mit, Bubi! Also, das hätte ich hinter der Zenzel doch nicht vermutet. Was? Heiraten willst du mich? Oh, als dein Bruder. Ja, freilich. Sie meint, ich wäre der beste Ersatz für mich. Also mit deiner Verwandtschaft, da kennt sich kein Teufel aus, Thomas. Das du, da bleibe ich lieber maustot. Ja. Ich mach dich schon wieder lebendig, wenn ich dich brauch. Wenn ich nur wüsste, wer die Frau ist, die sich so für den Thomas einsetzt, ob das nicht... So, jetzt bin ich wieder da. Ja. Erledigen habe ich gar nichts können, weil der stellvertretende Bürgermeister nicht daheim war. Aha. Naja, muss ich heute Morgen die Gänge machen. Du weißt, was denn? Wenn du nichts dagegen hättest, dann bleibe die ganz gerne ein bisschen da. Das wäre mir lieber wie im Wirtshaus, weißt. Ja, freilich. Ich lasse dir von der Kuni gleich einen Kaffee kochen. Du wirst wahrscheinlich noch halber nüchtern sein. Mach das inzwischen ein bisschen bequem. Bin gleich wieder da. Dankeschön, weißt. Das ist seine Arbeit. Genauso sauber wie damals. Ah, nicht einmal mit einem Kaffee kann ich da aufwarten, weil die Kuni schon alles verbockt hat. Ich verstehe schon, dass alles drunter und drüber geht. Du, Wastler. Hä? Meinst du, dass ich den Schuh da mitnehmen darf? Als Andenken? Ja, von mir aus schon. Wenn der Thomas nichts dagegen hat. Der hätte bestimmt nichts dagegen. Interessiert dich der Schuh so? Mich interessiert alles, was von Thomas ist. Das war bestimmt sein Meisterstück, hm? Na, ob das sein Meisterstück war, das möchte ich gerade nicht behaupten. Denn wenn man Meisterstück macht, dann macht man ja was Ganzes und nichts Halbes. Wieso? Ja, weil er nur den Lindenschuh gemacht hat. Ach, das ist aber komisch. Das war komisch. Ob ich es mir nicht gleich gedacht habe. Was? Was hast du dir gedacht? Ah, nix. Geh, sitz dir mal danüber. Warum? Das wirst du dann schon sehen. So, und jetzt ziehst du mal deinen linken Schuh aus. Geh, zu was denn? Ich möchte beim Anprobieren was ausprobieren. Also. Ich habe mich zu erkundigen, ob die Angaben stimmen. Aus den gefundenen Papieren geht hervor, dass es sich bei dem Tod um den Schuhmachermeister Thomas Nothas aus Alsbach Haus Nummer 57 ein Halb handelt. Stimmt das? Ja. Seit wann ist der Herr Nothas abgängig? Seit Montag. Und wo ist er hin? Nach München. Dann dürften die Angaben stimmen. Ich bin noch beauftragt, Ihnen mitzuteilen, dass Sie die Bestattungsformalitäten zu übernehmen haben. Wann die Leiche vom Gerichtlich-Medizinischen Institut freigegeben wird, wird Ihnen noch mitgeteilt. Ich bedauere. Mein herzliches Beileid. Danke. Also hätte er nichts Grund geben brauchen. Das hat er nicht verdient. Ich kann's nicht glauben. Ich mein Gott, ich muss reingehen sehen. Mir geht's schon bald selber so wie dir. Ich kann's einfach nicht glauben, dass er tot ist und wenn's mir's vorbeten. Na, so ein Unglück. So ein Unglück. Ja, ja, Kuni. Jetzt sind wir halt allein für treue Dienste. Der Thomas hat seine Ruhe und seine Schulden sind auch gezahlt. Der Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Kuni! Jetzt hat er sich angemeldet. Was? Das ist ja unheimlich. Guten Morgen. Ah! Alle guten Geister! Halleluja! Nur? Habt ihr euch von dem Schrecken schon erholt? Thomas, wegen uns heißt nicht sterben brauchen. Spinn's doch nicht. Der redet ja, als wäre er leben tät. Na ja, ich lebe ja auch. Geh her. Hör doch auf mit dem Schmarrn. So, und jetzt setzen wir uns einmal gemütlich zusammen. Ja, geht's nur weiter, ich beiß euch nicht. Kommst du direkt vom Himmel? Nein, von München.
Ah ja, du bist ja in München gestorben, gell? Jetzt hör doch einmal auf mit dem Schmarrn. Ich bin doch gar nicht tot. Na, drum kommst mir du so lebendig vor. Ja, aber dich hat doch der Zug überfahren. Mich hat kein Zug überfahren. Ich bin gestern Abend mit einem Auto rausgefahren und hab heute Nacht in meinem Bett geschlafen. Ja, ja, aber gerade vorhin war der Wachtmeister da und hat uns die Nachricht gebracht. Das stimmt ja alles nicht. Gebt's einmal eure Hände. Ah, nein. Hat dein Toter so warme Hände als wie ich? Ja, eigentlich nicht. Ich war zwar noch nie tot, aber... Da, riech einmal. Der Depp. War nur das kapiert, der Depp. Ja, und dass ich mich als meinen Bruder ausgegeben hab, das war ja nur ein Gaudi. Das war bloß ein Gaudi, Falle. Ja, okay. Ein Narrischen muss mal wie recht lassen, mein Lieber. War bloß ein Gaudi, gell? Ja, ja. Jetzt werden wir allmählich unheimlich. Hoffentlich werden wir nicht tobsüchtig. Ja, ja. Ja, ja. Jetzt gehe ich wirklich heim. Nein, du bleibst da. Ja? Wir zwei sind noch lange nicht fertig. Aha. Wenn ich morgen gehe, muss alles seine Ordnung haben. Völlig. Wenn ich mir nur nichts tut, dass ich... Also, nachdem du jetzt weißt, dass ich nicht tot bin, streichst du mich. Streich ich dich? Ja, da geh her, da. Hey, nicht im Gesicht sollst du mich streichen. Nicht im Gesicht? Ja, wo hast du das denn sonst gern? Mir ist ja wurscht. Du gehst jetzt sofort heim? Sofort heim! Und, geh was aus, den Narisch, bleib doch da. Bleib da, geh heim, bleib da, was soll ich überhaupt machen? Du streichst mich jetzt sofort aus der Totenliste. Ja? Ich will wieder lebendig werden. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wenn da gerade wer kommt, hat. Und jetzt? Ja? Rechnen wir zwei ab. Um Gottes Willen. Jetzt bringt er mich um. Du, pass auf, ich sag dir was. Wenn du mich erschießen willst, dann erschlag ich dich! Okay, was hast du denn, Narisch? Ich will dich da nicht erschießen. Nee? Nein, ich will dir nur was geben. Ein Gift? Dein Schuldschein, den du mir gestern gegeben hast, den schenke ich dir wieder. Ja? So, nimm ihn, ich brauch ihn nicht mehr. Morgen krieg ich 5000 Mark und dann zahle ich dir deine lumpigen 1000 da. Aber schaust denn so blöd? Schau ich blöd? Ja, und wir? Das muss ich ganz in Gedanken machen. Also, nimm ihn jetzt, und es ist schon richtig. Ja? Morgen kriege ich 5000 Mark. Ja. Oder glaubst du es vielleicht nicht? Weil ich glaube es. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Du hast einen Treffer gemacht im Toto. Beim Weihnachtspreisrätsel. Idiot. Spinnst du? Weil ich spinne. Natürlich spinne. Ich glaube schon bald selber, dass ich spinne. Also. Jedenfalls sind wir zwei jetzt im Reinen. Ja? Morgen ziehe ich von da weg und du gehst jetzt sofort heim und machst mich standesamtlich wieder lebendig. Ja. Ja, schön heimgehen. Ich heimgehen? Ja. Das große Standesamtsregisterbuch aufschlagen. Aufschlagen. Und den Thomas Nothaas, mich, ja, aus der Totenliste ausstreichen. Ausstreichen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Also, das können Sie von mir aus gern mitnehmen. Und jetzt hole ich Ihnen noch ein Papier zum Einschlagen. Lassen Sie, ich habe eine Zeitung hier, das geht so auch. Ah ja, das geht auch. Übermorgen schicke ich Sie ihn wieder zurück. Ach, das können Sie ruhig behalten, ich verbrenne es ja doch. Also, da wird vorerst überhaupt nichts verbrannt. Und jetzt geben Sie mir bitte Ihre Adresse. Ja, da wäre was zum Schreiben. Thomas Nothaas, Schuhmachermeister. Nothaas? Alsbach, Oberbayern. Alsbach? Haus Nummer 57,5. 57,5. So, danke schön und auf Wiedersehen, Herr Nothaas. Und Sie werden von mir hören. Ja. Und lachen Sie mir nicht aus, wenn Sie den Schmarrn da lesen. Denken Sie halt einfach, ich bin ein Schuster. Gute Nacht. Eine gute Fahrt und vielen Dank nochmals. Warum sich jetzt der so für meine Erzählung interessiert hat? Herrgott, bin ich ein Rimpfig. Ich habe ja mir die falschen Adressen angegeben. Ich bin ja übermorgen zwangsgeräumt und da gar nicht mehr zuständig. Ich sag's ja, wo ich hinlang, da ist Dreck, Trumpf.
haben wir denn heute für ein Datum? Montag, Dienstag, Mittwoch war ich in München. Ja, stimmt, heute ist Donnerstag, der 23. Also, das ist eine ganz neue Zeitung. Was steht da? Selbstmord oder Unglücksfall? Auf der Bahnstrecke München-Rosenheim wurde unweit des Ostbahnhofs die stark verstümmelte Leiche eines etwa 40-jährigen Mannes gefunden. Aus den gefundenen Papieren geht hervor, dass es sich bei dem Toten um den Schuhmachermeister Thomas Nothas aus Alsbach in Oberbayern, Haus Nummer 57,5 handelt. Ja, das bin ja ich. Ob Selbstmord oder ein Unglücksfall vorliegt, konnte bis Redaktionsschluss noch nicht festgestellt werden. Ja, um Gottes Willen, wie ist denn sowas möglich? Jetzt weiß ich selber schon immer, lebe ich oder bin ich tot? Au! Nein, ich lebe, da gibt's keinen Zweifel. Aber da drin steht, ich bin tot. Ja, gibt's denn sowas auch? Schuhmachermeister Thomas Nothas Alsbach. Stimmt genau. Ja, wie ist denn das nur möglich? Gefundenen Papier. Ja, Thomas. Das ist ja deine Rettung. Grüß euch gut in Stadt und Land. Passt gut auf jetzt miteinander. Eine Komödie spielen wir heut. Wir seid sicher gefreut. Wir seid gefreut. Jung und alt. Jeder lacht doch heut noch nur. Hört's zu. Vom Schuster ist die Red. Er sein Geschäft nicht schlecht versteht. Dichten tut er auch dabei. Neben der Schusterei. Ja, ist er vielleicht wohl ein zweiter von Sachs? Oder ist er am Ende ein Genie? Der Thomas, der ist gar kein sonderbares Quacks. Der ist grad wie du und wie ich. Er hat nur kein Geld, aber Schulden grad nur. Drum lasst ihm sein geiziger Nachbar keine Ruhe. Aber der Wastelt sein pfiffiger Gesell. Der hält so sein Meister, wie's mich meiner sei. Die zwei wollten zusammen, wie's wie die Schuhe. Die Hauserin, die Kuli, gehört außerdem dazu. So, jetzt wisst ihr genau Bescheid. Über unsere Schwesterleid, mehr verrohen wir nicht davon. Hört euch selber vor. Ein Pech kann ja jeder Mensch einmal haben. Ja, besonders wenn er ein Schuster ist. In der Schusterei wird man heutzutage nimmer fett. Und dass er mit der dummen Bürgschaft reingefallen ist, das hat ihn seine letzten Ersparnisse gekostet. Ja, das ist selbe ich, aber nicht meins. Ach, so ein Stiften. Was bin ich? Geh, wer redet denn von dir? Ich mein doch die Stifteln, die ich an den Schuhen einschlag. Ja, so. Ich hab schon geglaubt, du meinst mich, hä? Du kriegst dein Geld schon. Ich seh ja schon seit 10 Monaten. Dabei sind wir schon 1.000 Mark Mietzins schuldig. Ach, das ist noch lang kein Grund, dass du eine Zwangsräumung beantragt hast. Ich möchte bloß wissen, zu was du das Häusl da brauchst. Für meine Tochter, wenn sie mal heiratet. Geh, geh, deine damische Tochter. Was? Die geht in die Hütten da nicht rein. Heutzutage muss sie als Großbauerntochter modern sein. Nee. Da braucht sie doch ein Bad mit fließendem Wasser. Warum? Ist ihm seine Tochter eine Forelle? Aber fließendes Wasser haben wir mir auch. Geh einmal hinauf in meine Kammer, da läuft das Wasser an der Wand runter. Nein, nicht der Thomas da wäre. Ich mein. Und da dein Vater dazu? Der will's ja haben. Ja, und einmal muss ich's auch lernen. Was? Was heiraten. Ach so. Ja, und darum lasst er ja auch das Häuser da herrichten. Mhm. Und ganz modern auch noch. Mit Bad und Zentrifugalheizung. Und darum wird der Thomas in ein paar Tagen auf die Straße gestellt, gell? Ja, mei, da kann ich auch nichts dafür.
Thomas könnte es ja anders haben. Der will ja nicht. Da möchtest du mir nicht sagen, wie. Wenn er mich heiraten täte. Ja, mein Vater wäre froh, wenn mich einer heiratet. Und ich will auch einmal Ehefrau werden. Na ja, das glaube ich da schon, aber ob dort der Thomas gerade der Geeignete dafür ist. Der Thomas ist nicht da. Nein, der ist nach München gefahren. Wann kommt er denn wieder? Ja, eigentlich müsste er schon seit 2 Tagen da sein. Okay, so lang kann doch ein Zug nicht Verspätung haben. Du kannst ja nicht so lange warten, bis deine Schuhe fertig sind, gell? Ja, ich mach mir jetzt Sorgen um ihn. Um wem? Um einen Thomas. Ob er nicht am Ende Sittlichkeitsverbrecher in die Hände gefallen ist. Gerd, spinn doch nicht. Ja, und warum dann nicht? Ich hab's erst neulich in der Zeitung gelesen. Man warnt die Landbevölkerung, insbesondere die Jugend, vor den Gefahren der Großstadt. Drum fahre ich ja nur in die Stadt. Da soll's bloß so wimmeln vor lauter schillernde Frauen, hab ich gelesen. Mhm. Du, mit was schillern die? Ja, mit was schillern die? Mit den Augen schillern's, nicht? Ach, bloß mit den Augen? Dann erschüren's ja. Nein, da winken's. Ja, wie machen sie das? Ja, so. Und dann sagen's, komm mit. Bubi. Ja, und das sind die schillernden Frauen? Ja, das sind sie. Du, und auf das Lauf, da kriegt er jede einen Mann. Ja, nicht der jede, aber oft. Das probiere ich auch einmal. Na, sei so gut. Dann erschlag dich deinem Vater. Mit meinem Vater kann ich mich über sowas nicht unterhalten. Mit meiner Mutter erst recht nicht. Na ja. Fährt dich gut. Ich geh ja noch gar nicht. Vierte, hab ich gesagt. Vierte. Ja, was ist denn, Sag einmal, möchtest du da herin über Nacht bleiben, oder was? Nein, das grad nicht. Du, Wastl, hä? Wenn der Thomas heimkommt, ja, dann sagst du ihm, er muss nicht verzweifeln wegen der Räumung. Ich will wieder lebendig werden. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wenn er gerade wer kummert hat. Und jetzt? Ja? Rechnen wir zwei ab. Um Gottes Willen. Jetzt bringt er mich um. Du, pass auf, ich sag dir was. Wenn du mich erschießen willst, dann erschlag ich dich! Okay, was hast du denn, Narisch? Ich will dich doch nicht erschießen. Nee? Nein, ich will dir nur was geben. Ein Gift? Dein Schuldschein, den du mir gestern gegeben hast, den schenke ich dir wieder. Ja? So, nimm ihn, ich brauch ihn nicht mehr. Morgen krieg ich 5.000 Mark und dann zahle ich dir deine lumpigen 1.000 da. Aber schaust denn so blöd? Schau ich blöd? Ja, und wir? Das muss ich ganz in Gedanken machen. Ja. Also, nimm ihn jetzt, sonst ist schon richtig. Ja. Morgen krieg ich 5.000 Mark. Ja. Oder glaubst du es vielleicht nicht? Weil ich glaub es. Ich hab's in der Zeitung gelesen. Du hast einen Treffer gemacht im Toto. Beim Weihnachtspreisrätsel. Spinnst du? Weil ich spinne. Natürlich spinne. Ich glaube schon bald selber, dass ich spinne. Also, jedenfalls sind wir zwei jetzt im Reinen. Ja? Morgen ziehe ich von da weg. Und du gehst jetzt sofort heim und machst mich standesamtlich wieder lebendig. Ja. Ja, schön heimgehen. Ich heimgehen? Ja. Das große Standesamtsregisterbuch aufschlagen. Aufschlagen. Und den Thomas Nothas, mich, ja, aus der Totenliste ausstreichen. Ausstreichen. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilz von heiß. Dede. Dede! Gott sei Dank, mein Lieber. Der hat mich jetzt sauber ins Schwitzen gebracht. So, was ist? Auch Sie sind's, Herr Wachtmeister. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Haben Sie was erfahren? Ja, ich habe jetzt allerhand ausgestanden. Haben Sie mit ihm gesprochen? Weil ich habe geredet mit ihm. Und, was haben Sie für einen Eindruck? Total narrisch.
die sollen wieder standesamtlich lebendig machen, hat er gesagt, ja. Und morgen hat er gesagt, der kriegt er 5000 Mark. Und dann zahlt er mir die 1000 Mark. Und dann hat er nur zum Singen angefangen und gesagt, ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß. Dede! So was kann der bloß ein Narrischer sagen, oder? Das ist auch eine Maßarbeit. Jetzt verstehe ich schon, dass in den Su so verliebt ist. Was? Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Ich? Warum? Wer soll ich denn sein? Dem Thomas seine frühere Meisterin, die er bis heute noch nicht vergessen hat. Und woher weißt du das? Vom Thomas. Eigenhändig. Das hätte er nicht sagen dürfen. Er muss ihm nichts nachtragen. Ich glaube kaum, dass er es einen anderen gesagt hat. Und mir hat er es ja auch nur erzählt, weil er einen Rausch gehabt hat. Ja, was, ein Rausch? Ja, einen ganz einen kleinen natürlich. Das größere Drum davon hab schon ich gehabt, ne? Aha. Naja, er ist halt ein bisschen illegerisch gewesen und ich hab's Bohren angefangen, warum der Schuh da drüben immer so allein rumsteht. Und hab gestichelt, ob das vielleicht damit zusammenhängt, weil er selber so einschichtig ist. Naja, dann hat er mir es halt erzählt, wie er dir den Schuh angemessen hat und so weiter und so fort. Das andere weißt du doch selber. Ja. Jetzt wirst du ihm doch nicht mehr böse sein, dem Thomas. Nein, ich bin ihm nicht böse. Nein, mir ist ja auch nicht anders gegangen. Nur hab ich keine Menschen gehabt, dem ich es einmal erzählen hätte können. Du, sag einmal, wie bist denn du eigentlich mit den Nerven beieinander? Wie meinst du das? Ja, ich meine, nicht, dass dich gleich der Schlag trifft, wenn ich dir jetzt eine große Freude mache. Ich wüsste nicht, was mich freuen könnte. Dann schaust du mir jetzt in die Augen und glaubst mir das, was ich dir sag. Der Thomas ist gar nicht tot. Der lebt. Was da? Gewiss war es. Na. Ja. Na, aber das kann doch gar nicht sein. Ich Freilich. Hab's doch in der Zeitung gelesen. In der Zeitung stimmt nur eins und das ist Datum. Ja, was da? Ja, du, dann red doch schon. Also pass auf, der Thomas ist in München gewesen, war die ganze Nacht am Bahnhof und hat auf den ersten Zug gewartet. Ja? Ist eingeschlafen und wie er in der Früh munter geworden ist, hat er gemerkt, dass ihm einer die Brieftaschen gestohlen hat. Ja und? Ja und. Der ihm die Brieftaschen gestohlen hat, der ist vom Zug überfahren worden und nicht der Thomas. Was? Du, ist das wirklich wahr? Ja. Zum Beweis werde ich dir den Thomas in Lebensgröße runterführen. Moment. Mein Gott. Das Herz klopft mir bis zum Hals rauf. Ob's nicht doch gescheiter wäre, wenn ich wieder gehe? Jetzt geh zu, Bubi. Grüß Gott. Thomas. Regina. Mein Thomas, weißt du, lebst. Okay, das ist gelungen. Frau Schönbick. 5000 Mark. Ja. Glaub mir, Regina, ich bin ein nüchterner Mensch, aber heute sauf ich mir einen Rausch an. Ich auch. Ja. Schon. Das heißt, wenn die Regina nichts dagegen hat. Nein, da trinke ich schon mit. Ja, weißt du, dann holst du zwei Maß Bier und eine Flasche Wein auf meinen Namen. In Ordnung, zwei Maß Bier und eine Flasche. Abi, das geht ja nicht. Du bist ja tot. Das stimmt. Du, ich probier's einmal. Ich werde dem Wirt sagen, er darf dafür von einer Kranzspinne die Abstand nehmen, gell? Das Nichts mehr gesagt, Wastl, sondern zahlt wird. Komm. Zahlt wird. Ja, freilich. Da? Ui, ist der echt? Ja, aber selbstverständlich. Schau, Thomas, sowas gibt's noch. Also, was hast du gesagt? Zwei Flaschen Bier und zwei Flaschen Wein, oder nein, was? Aber nimm am besten gleich drei Maß Bier, weil du trinkst ja doch mehr. In Ordnung, ich bin gleich wieder da mit den vier Maß Bier und den fünf Flaschen. Das ist sein Vater. Regina, ich weiß gar nicht, wie ich dir das alles danken soll. Dass du mich ein bisschen gern hast. Ein bisschen? Das ist für dich viel zu wenig. Einpackt habe ich jetzt alles. Kuni, gute alte Haut, jetzt wird alles anders. Ja! Jetzt fang dein neues Leben an. Hä? Heiraten tue ich. Oh nein, Thomas.
bin halt doch schon ein bisschen zu alt für dich. Okay, zu. Da drüben steht mein liebes Weiberl und meine Meisterin. Freut mich. Na ja, dann bin ich ja jetzt überflüssig und kann gehen. Nein, Kuni, du bleibst bei uns. Ich hab dir ja so viel zum Danken. Schau, wenn du nicht gewesen wärst, die den Thomas jahrelang so gut versorgt hat, du, dann wäre er vielleicht schon längst verheiratet. Weißt du was, ich gehe jetzt raus mit dir in die Küche und dann erzähle ich dir alles. Jetzt bin ich doch nicht überflüssig. Aber nein. Du, jetzt ratsch mal. Ja, und jetzt fangt's Leben von vorne an. Grüß Gott, Jasmar und Josef. Was ist denn los? Ja, als wenn ich gewiss wissen darf, dass der Thomas tot ist, dann hätte ich glaubt, der steht da vor mir. Das könnte leicht sein. Ui, die gleiche Stimme, das gleiche Aussehen. Nur der Bab fehlt. Heilige Mutter Anna, das wird doch nicht sein Geist sein. Ja, aber schaust du mir den so an? Weil ich mich nicht mehr auskenne, für wen ich die halten soll. Ja, haltst mich halt für meinen Bruder. Für den Bruder? Gott sei Dank, ja, na bin ich schon beruhigt. Darf ich mich ein bisschen hinsetzen? Ja, von mir aus. Ja, dann bin ich so frei, Dankeschön. Drin, da könnt ihr euch dann größte Kartoffel machen. Glaubst du, die hört nicht auf mit ihren Kartoffeln? Ja, geh nur zu, wir werden uns schon was zusammenbanschen. Ja, und tut's mir ja sparen. Bei die Kartoffel bestimmt. Es ist ja sowas. Naja, es nützt ja nichts. Packen wir's wieder. Grüß Gott. Ja, das Fräulein Zinzel. Brauchen wir wieder mal ein paar Schuhdoppeln, hä? Ja, woher weißt jetzt du das? Ja, jetzt ist doch die Wallfahrer-Hochsaison. Es ist immer ein Segen für uns Schuster. Diesmal hast du es der Raden. Da. Ja, sag einmal, wo bist denn du gewesen, dass deine Schuhe gar so zerfetzt sind, hä? Im Maria-Schnee. Oje, ja, das ist ja 12 Stunden zu Fuß. Ja, was tust denn du im Maria-Schnee? Soviel ich weiß, ist ja das eine Wallfahrt für einen Kindersegen. Ja, ja, eben, deswegen. Kinder sind ein Segen Gottes. Möchtest du heiraten? Ja, jedes Jungsmadel möchte heiraten. Ja, das stimmt schon, aber was sagt denn da dein Vater dazu? Der will's ja haben. Ja, und einmal muss ich's auch lernen. Was? Das Heiraten. Ach so. Ja, und darum lasst er ja auch das Häuser da herrichten. Mhm. Und ganz modern auch noch. Mit Bad und Zentrifugalheizung. Und darum wird der Thomas in ein paar Tagen auf die Straße gestellt, gell? Ja, mei. Da kann ich auch nichts dafür. Der Thomas könnte es ja anders haben. Der will ja nicht. Da möchtest du mir nicht sagen, wie. Wenn er mich heiraten täte. Ja, mein Vater wäre froh, wenn mich einer heiratet. Und ich will auch einmal Ehefrau werden. Na ja, das glaube ich da schon, aber ob dort der Thomas gerade der Geeignete dafür ist. Der Thomas ist nicht da? Nein, der ist nach München gefahren. Wann kommt er denn wieder? Ja, eigentlich müsste er schon seit 2 Tagen da sein. Okay, so lang kann doch ein Zug nicht Verspätung haben. Du kannst ja nicht so lang warten, bis deine Schuhe fertig sind, gell? Ja, ich mach mir jetzt Sorgen um ihn. Um wem? Um einen Thomas. Ob er nicht am Ende Sittlichkeitsverbrecher in die Hände gefallen ist. Gerd, spinn doch nicht. Ja, und warum dann nicht? Ich hab's erst neulich in der Zeitung gelesen. Man warnt die Landbevölkerung, insbesondere die Jugend, vor den Gefahren der Großstadt. Drum fahre ich ja nur in die Stadt. Da soll's bloß so wimmeln vor lauter schillernde Frauen, hab ich gelesen. Mhm. Du, mit was du tust mir der Barmen. Ich bin im Wirtshaus. Warst du? So. Und ich gehe jetzt hinten aus durch die Küche. Denn wenn es ins Wirtshaus geht,
muss man immer den kürzesten Weg nehmen. Da ist ja gar kein Licht. Da ist scheinbar niemand da. Bitte schön, treten Sie ein und nehmen Sie Platz. Ja, schön ist es nicht bei mir, aber dafür umso einfacher. Ja, eigentlich habe ich ja nicht viel Zeit, aber das, was Sie mir im Auto erzählt haben, hat mich doch etwas neugierig gemacht. Entschuldigen Sie einen Moment. Lieber Meister, die Kuni ist zu ihrer Schwester, denn sie ist in der Hoffnung. Ja, das gibt's ja dann doch nicht. Denn sie ist in der Hoffnung, dass sie Torten ein Geld bekommt. Ach so. Zum Essen gibt es Kartoffi und Mili. Es ist die Speise der Armen und du tust mir der Barmen. Ich bin im Wirtshaus, Wastel. Jetzt wissen wir, warum niemand da ist. Es tut mir furchtbar leid. Bitte nehmen Sie doch Platz. Es tut mir furchtbar leid. Jetzt kann ich Ihnen nicht einmal mit was aufwarten. Ist doch gar nicht nötig, ich bitte Sie. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie dankbar ich Ihnen bin, dass Sie mich in Ihrem Auto mitgenommen haben. Aber die ganze Strecke zu Fuß, das wäre doch ein bisschen weit. Und wenn mir meine Brieftasche nicht gestohlen worden wäre, hätte ich Sie gar nicht belästigt. Ja, in der Regel nehme ich ja niemanden per Anhalter mit, aber bei Ihnen war es instinktiv eine Ausnahme. Danke. Sagen Sie, haben Sie denn gar keinen Anhaltspunkt, wer Ihnen die Brieftasche gestohlen haben könnte? Ich habe doch geschlafen. Ich war so hundsmüd von der Rumlauferei. Und weil Sie mich über eine Stunde lang haben warten lassen, habe ich meinen letzten Zug versäumt. Na, ich bin am Bahnhof geblieben und habe gewartet, bis der erste Zug geht. Und bin im Wartesaal eingeschlafen. Und wie ich aufwach und mir meine Fahrkarte lösen will, da habe ich gemerkt, dass ich keine Brieftasche mehr habe. Ja, haben Sie denn den Verlust nicht der Polizei gemeldet? Na, die hätten mir auch kein Geld gegeben. Allerdings. Sie erzählten mir vorhin, dass Sie beim Film und beim Funk gewesen sind. Was wollten Sie denn da als Schuhmacher? Ja, wissen Sie. Ich bin so ein bisschen poetisch veranlagt, wie man so sagt. Ja, ich habe Gedichteln gemacht und Theaterstückeln habe ich geschrieben. Und zuletzt eine Erzählung nach einer wahren Begebenheit. Der Vertrag, wo ist denn der Vertrag? Bastl, ein Tinten, schnell hol mir ein Tinten. Jawohl. Und du, Regina, lies bitte schön nochmal durch, sonst werde ich narrisch. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich kann keine Tinten nicht finden. Da, nimm doch mal deine Schustergrün. Ja. Thomas, das stimmt alles. Du brauchst bloß unterschreiben. Oh, mei. Das ist wie im Märchen. Oh, 5000 Mark. Ja. Glaub mir, Regina, ich bin ein nüchterner Mensch, aber heut sauf ich mir einen Rausch an. Ich auch. Ja. Das heißt, wenn die Regina nichts dagegen hat. Nein, nein, da trinke ich schon mit. Ja, weißt du, dann holst du zwei Maß Bier und eine Flasche Wein auf meinen Namen. In Ordnung, zwei Maß Bier und eine Flasche. Abi, das geht ja nicht. Du bist ja tot. Ja, stimmt. Du, ich probier's einmal. Ich werde dem Wirt sagen, er darf dafür von einer Kranzspinde Abstand nehmen, gell? Das Nix mehr gesagt, Wastl, sondern zahlt wird. Komm. Zahlt wird. Ja, freilich. Da? Ui, ist der echt? Ja, aber selbstverständlich. Schau, Thomas, sowas gibt's noch. Also, was hast du gesagt? Zwei Flaschen Bier und zwei nein, Flaschen Wein, nein, oder was? Aber nimm am besten gleich drei Maß Bier, weil du trinkst ja doch mehr. In Ordnung, ich bin gleich wieder da mit den vier Maß Bier und den fünf Flaschen. Das muss sein. Regina, ich weiß gar nicht, wie ich dir das alles danken soll. Dass du mich ein bisschen gern hast. Ein bisschen? Das ist für dich viel zu wenig. Einpackt habe ich jetzt alles. Kuni, du die alte Haut, jetzt wird alles anders. Ja! Jetzt fang dein neues Leben an. Hä? Heiraten tue ich. Oh nein, Thomas. Bin halt doch schon ein bisschen zu alt für dich. Okay, zu. Da drüben steht mein liebes Weiberl und meine Meisterin. Freut mich. Na ja, dann bin ich ja jetzt überflüssig und kann gehen. Nein, Kuni, du bleibst bei uns. Ich hab dir ja so viel zum Danken. Schau, wenn du nicht gewesen wärst, die den Thomas jahrelang so gut versorgt hat, du, dann wäre er vielleicht schon längst verheiratet. Hm?
Weißt du was, ich gehe jetzt raus mit dir in die Küche und dann erzähle ich dir alles. Jetzt na, bin komm, ich doch nicht überflüssig. Aber nein. Du, jetzt ratscht mir. Ja. Und jetzt fangt's Leben von vorne an. Juhu! Grüß Gott, Jaschmar und Josef. Was ist denn los? Ja, jetzt, wenn ich gewiss wissen darf, dass der Thomas tot ist, dann hätte ich glauben, der steht da von mir. Das könnte leicht sein. Ui, die gleiche Stimme. Ach doch, das gehört eben schon daher. Sie haben sich das also traut und hätten einem armen Menschen seine ganze Existenz genommen. Haben Sie die Zeitung genau gelesen? Der kann doch gar nicht lesen. Was denn? Da steht Selbstmord oder Unglücksfall. Für mich war das ein Selbstmord, weil der arme Kerl nicht mehr gewusst hat, war aus, war ein. Können Sie überhaupt noch ruhig schlafen? Der schon. Hä? Du schon. Was? Stellt man denn einen Menschen einfach auf die Straße, bloß weil er ein paar Monate seine Mietzins nicht zahlen hat können? Ja, tut man denn das, hä? Oh, oh, oh. Geh. Aber natürlich. Wenn man selber einen Bauch so voll hat, dann weiß man nicht, wie der Hunger ist. Ich tät mich schämen an Ihrer Stelle. Pfui Teufel. Pfui Teufel. Ich tät mich auch schämen an deiner Stelle. Hey, und das habe ich ja gar nicht gedacht. Ja, das glaube ich schon. Zum Denken gehört ja ein Hirn. Was? Also, die Schuld und die Beerdigung zahle ich. Und alles andere, das können Sie mit Ihrem Gewissen ausmachen. Der hat doch keins. Ja, ich bin doch nicht schuld an dem sein End, oder? Doch, doch, du bist schuld. Aber es kriegt, wenn's rauskriegt, dass du die Schuld hast. Mein lieber Freund, das gibt etliche Jahre wegen fahrlässiger Tötung, das kann ich dir sagen. Ich muss jetzt raus an die frische Luft. Weil sonst da stinkt ihn nur da. Ja, geh noch zu, mein Lieber. Angst, den hat's falsche Gewissen schon bei der Gurgel. Also, liebe Frau, Sie sind ein Engel. Jetzt reden wir nicht mehr drüber. Ja. Ich gehe jetzt zum Herrn Pfarrer und tue die Formalitäten alle erledigen. Ja. Wo wohnt er denn? Der Thomas. Nein, der Herr Pfarrer. Ach so, im nächsten Dorf. Wir haben nämlich keine eigene Pfarrei, wissen Sie. Ach so? Ja. Ja, dann geh ich vielleicht lieber zuerst auf die Gemeinde. Aha. Ja, ich komm dann später noch mal wieder. Ist gut. Für Gott dabei. Wiederschauen. Thomas, schnell, komm runter. Es ist was Außergewöhnliches passiert. Oh mein. Ja, gut, schaust das. Ja, da kennt dich ja kein Teufel, Thomas. Herr Bruder, möchte ich sagen. Und erst von mir aus ruhig Thomas sagen, wenn wir allein sind. Aber was ist denn so Wichtiges? Du, jetzt ist doch gerade eine Frau da gewesen und der Ochsenbauer war auch da. Mein Lieber, die hat ihm die Meinung gesagt. Dem haben wir einen Dampf reinlassen, der fühlt sich nicht mehr wohl in seiner Haut. Und dann hat die Frau gesagt, sie zahlt die Schulden und die ganzen Beerdigungskosten für dich. So ist recht. Ja? Da habe ich anscheinend eine unbekannte Wohltäterin. Du, die hätte um einen Tag früher kommen müssen, dann hätte man das ganze Theater nicht notwendig gehabt. Ja, ja. Wie heißt sie denn? Ja, das weiß ich nicht, ich bin gar nicht zum Fragen gekommen. Ja. Wie schaut's denn aus? Gut, Thomas, gut, wie ein Engel, bloß die Flügel haben gefällt. Sie ist mit dir in die Schule gegangen, hat sie gesagt. Ja, mit mir sind mehrere in die Schule gegangen. Ja. Aber von alle denen traue ich keiner zu, dass nach so vielen Jahren noch an mich denken oder gar meine Schulden zahlen. Ja, was weiß ich, aber sie kommt noch einmal vorbei. Vielleicht bringe ich's raus, wer sie ist, diplomatisch. Hm? Und alt. Jeder lacht doch heut und nur hört's zu. Vom Schuster ist die Red, er sein Geschäft nicht schlecht versteht. Dichten tut er auch dabei, neben der Schusterei. Ja, ist er vielleicht wohl ein zweiter von Sachs? Oder ist er am Ende ein Genie? Der Thomas, der ist gar kein sonderbares Quacks. Grad wie du und wie ich. Er
Er hat nur kein Geld, aber Schulden kriegt nur. Drum lasst ihm sein geiziger Nachbar keine Ruhe. Aber der bastelt sein pfiffiger Gesell. Der hält so sein Meister, wie's mich meiner sei. Die zwei halten zusammen, wie's wie die Schuhe. Die Hauserin, die Kuli, gehört außerdem dazu. So, jetzt wisst ihr genau Bescheid über unsere Schwesterleid. Mehr verrohen wir nicht davon, hört euch selber vor. Ein Pech kann ja jeder Mensch einmal haben. Ja. Besonders, wenn er ein Schuster ist. Von der Schusterei wird man heutzutage nimmer fett. Und dass er mit der dummen Bürgschaft reingefallen ist, das hat ihn seine letzten Ersparnisse gekostet. Ja, das ist sein Pech, aber nicht meins. Ach, so ein Stiften. Was bin ich? Geh, wer redet denn von dir? Ich mein doch die Stifteln, die ich an den Schuhen einschlag. Ja, so. Ich hab schon geglaubt, du meinst mich, hä? Du kriegst dein Geld schon. Sehr, schon seit 10 Monaten. Dabei sind wir schon 1.000 Mark Mietzins schuldig. Ach, das ist noch lang kein Grund, dass du eine Zwangsräumung beantragt hast. Ich möchte bloß wissen, zu was du das Häusl da brauchst. Für meine Tochter, wenn sie mal heiratet. Okay, okay, deine Dame schon. Gemeinde. Die Überführung vom Thomas zu mir, die werde ich ganz persönlich leiten. Na ja, dann ist ja alles erledigt. So, na. Ja, warst du? Ich hab doch gesagt, 3 Maß Bier. Ja, weißt, der Wirt hat nicht wechseln können, gell? Gehört das alles da zum Leichentrunk, hä? Nein, das gehört für eine spiritistische Sitzung. Wieso denn, hä? Weil wir heute Nacht um 12 den Thomas erscheinen lassen. Sie sagen bloß das Gute und sind voller Lob. Aber wenn er noch leben, dat kann sei, dass ihn reit. Nur schlecht's werd ihm nachgesagt, ja so sind die Leid. Drum gib dir im Leben schon einen heiligen Schein und führ deine Nachbarn aufs Eis. Dann lassen's die Bosheit von selber gleich sein und zahlen für deine Leiche jeden Preis. Hat dir ein Weibsbild dein Herz heimlich stolz und bist du dir nicht gewiss, ob sie dich mag, dann stell dich gleich scheintot vom Kopf bis zum Fuß und sag ihr, jetzt trifft mich der Schlag. Und wenn's um dich flinnt und kein Trost nimmer kennt, dann blinzel dir zu, sie kehrt dir schon pur. Ja, die Liebe auf der Welt seid heut doch mehr wie's Geld und ist eine Reich obendrein. So wird's auch dein Schaden nicht sein. Mich auf dich verlassen. Einpacken tust nur das Allernotwendigste. Ja. Am Thomas sein Handwerkszeug und am Bastel das seinige auch. Hm? Ist schon recht. Aber die Kartoffeln. Musik.
Stadt und Land. Passt gut auf jetzt miteinander. Eine Komödie spulen wir heut, wir seid sicher gefreut. Wir seid gefreut, jung und alt, jeder lacht doch heut und nur. Hört's zu, vom Schuster ist die Red, er sein Geschäft nicht schlecht versteht. Dichten tut er auch dabei, neben der Schusterei. Ja, ist er vielleicht gut ein zweiter von Sachs? Oder ist er am Ende ein Genie? Der Thomas, der ist gar kein sonderbares Quacks. Der ist grad wie du und wie ich. Er hat nur kein Geld, aber Schulden grad nur. Drum lasst ihm sein geiziger Nachbar keine Ruhe. Aber der bastelt sein pfiffiger Gesell. Der hält so sein Meister, wie's mich meiner sei. Die zwei halten zusammen, wie's wie die Schuhe. Die Hauserin, die Kuli, gehört außerdem dazu. So, jetzt wisst ihr genau Bescheid über unsere Schwesterleid. Mehr verrohen wir nicht davon, hört euch selber vor. Ein Pech kann ja jeder Mensch einmal haben. Ja, besonders wenn er ein Schwester ist. In der Schusterei wird man heutzutage nimmer fett. Und dass er mit der dummen Bürgschaft reingefallen ist, das hat ihn seine letzten Ersparnisse gekostet. Ja, das ist sein Pech, aber nicht meins. Ach, so ein Stiften. Was bin ich? Geh, wer redet denn von dir? Ich mein doch die Stifteln, die ich an den Schuhen einschlag. Ja, so. Ich hab schon geglaubt, du meinst mich, hä? Du kriegst dein Geld schon. Sehr, schon seit 10 Monaten. Dabei sind wir schon 1.000 Mark Mietzins schuldig. Ach, das ist noch lang kein Grund, dass du eine Zwangsräumung beantragt hast. Ich möchte bloß wissen, zu was du das Häusl da brauchst. Für meine Tochter, wenn sie mal heiratet. Geh, geh, deine damische Tochter. Was? Die geht in die Hütten da nicht rein. Heutzutage muss sie als Großbauerntochter modern sein. Nein. Da braucht sie doch ein Bad. Herrgott, ist das schön, wenn man tot ist und glücklich. Hey, Thomas. Ja, als Lebendiger wäre mir das nie passiert. Ja, du, das könnte ganz leicht sein. Hätte ich auch nie deine Adresse erfahren. Hm. Na, Frau Meisterin, haben die Wiederbelebungsversuche Erfolg gehabt? Ja? Also mal schauen. Na ja, der Puls geht zwar noch etwas langsam, aber das ist begreiflich nach 10-jähriger Ohnmacht. Du, Thomas, dass ich nicht vergiss, da ist ein Einschreib-Expressbrief für dich gekommen. Ich hab derweil unterschrieben, gell? Warum du? Du bist ja momentan im Jenseits, nicht? Ah ja, richtig. Ach so, ja. Komet Film AG München. Was? Sehr geehrter Herr Nothaus, mit Interesse habe ich Ihre Erzählung gelesen. Wir haben uns entschlossen, Sie zur freien Bearbeitung und Verfilmung zu erwerben und bieten Ihnen eine Pauschalsumme in Höhe von 5.000 Mark. Wo denn, wo denn? Es sind 3 Nullen hintran. Ja. Na schauen, dann stimmt's. Ja. Da wo denn? 5.000 Mark, die Ihnen nach Unterschrift des beiliegenden Vertrages sofort zur Verfügung stehen. Hochachtend Otto Jansen, der Sie mit dem Auto nach Hause brachte. Na. Ja, sowas. Regina? Thomas. Was? Nein, 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 nein. Da, da geh ich nicht. Der Vertrag, wo ist denn der Vertrag? Was du? Ein Tinten, schnell hol mir ein Tinten. Jawohl. Und du, Regina, lies bitte noch mal durch, sonst werde ich narrisch. Ich kann es immer noch nicht glauben. Ich kann keine Tinten nicht finden. Da, nimm doch mal deine Schusterkrein. Ja. Thomas, das stimmt alles. Du brauchst bloß unterschreiben. Oh, mei. Das ist wie im Märchen. Oh, 5.000 Mark. Ja. Glaub mir, Regina, ich bin ein nüchterner Mensch, aber heute sauf ich mir einen Rausch an. Ich auch. Ja. Das heißt, wenn die Regina nichts dagegen hat. Nein, nein, da trinke ich schon mit. Ja, weißt du, dann holst du 2 Maß Bier und eine Flasche Wein auf meinen Namen. In Ordnung, 2 Maß Bier und eine Flasche. Abi, das geht ja nicht. Du bist ja tot. Ja, stimmt. Du, ich probier's einmal. Ich werde dem Wirt sagen, er darf dafür von einer Kranzspinne die Abstand nehmen, gell? Das ist. So.
nichts mehr gesagt, Bastl, sondern zahlt wird. Komm. Zahlt wird? Ja, freilich. Da? Ui, ist der echt? Ja, aber selbstverständlich. Schau, Thomas, sowas gibt's noch. Also, was hast du gesagt? Zwei Flaschen Bier und zwei nein, Flaschen Wein, nein, oder was? Aber nimm am besten gleich drei Maß Bier, weil du trinkst ja doch mehr. In Ordnung, ich bin gleich wieder da mit den vier Maß Bier und den fünf Flaschen. Das ist sein Vater. Regina, ich weiß gar nicht, wie ich dir das alles danken soll. Freilich, sie meint, ich wäre der beste Ersatz für mich. Also mit deiner Verwandtschaft, da kennt sich kein Teufel aus, Thomas. Das du, da bleibe ich lieber maustot. Ja, ich mach dich schon wieder lebendig, wenn ich die brauch. Wenn ich nur wüsste, wer die Frau ist, die sich so für den Thomas einsetzt, ob das nicht... So, jetzt bin ich wieder da. Ja. Erledigen habe ich gar nichts können, weil der stellvertretende Bürgermeister nicht daheim war. Aha. Naja, muss ich heute morgen die Gänge machen. Du weißt, was denn? Wenn du nichts dagegen hättest, dann bleibe die ganz gerne ein bisschen da. Das wäre mir lieber wie im Wirtshaus, weißt. Ja, freilich. Ich lasse dir von der Kuni gleich einen Kaffee kochen. Du wirst wahrscheinlich noch halb nüchtern sein. Mach das inzwischen ein bisschen bequem. Bin gleich wieder da. Dankeschön, weißt. Tja, das ist seine Arbeit. Genauso sauber wie damals. Ah, nicht einmal mit einem Kaffee kann ich da aufwarten, weil die Kuni schon alles verpackt hat. Ich verstehe schon, dass alles drunter und drüber geht. Du, Wastl, meinst du, dass ich den Schuh da mitnehmen darf? Als Andenken? Ja, von mir aus schon. Wenn der Thomas nichts dagegen hat. Der hätte bestimmt nichts dagegen. Interessiert dich der Schuh so? Mich interessiert alles, was von Thomas ist. Das war bestimmt sein Meisterstück, hm? Na, ob das sein Meisterstück war, das möchte ich gerade nicht behaupten. Denn wenn man ein Meisterstück macht, dann macht man ja was Ganzes und nichts Halbes. Wieso? Ja, weil er nur den Lindenschuh gemacht hat. Ach, das ist aber komisch. Das war komisch. Ob ich es mir nicht gleich gedacht habe. Was? Was hast du dir gedacht? Ah, nix. Geh, sitz dir mal danüber. Warum? Das wirst du dann schon sehen. So, und jetzt ziehst du mal deinen linken Schuh aus. Geht's, was denn? Ich möchte beim Anprobieren was ausprobieren. Also, von mir aus. So. So, Adela. Jetzt begreife ich alles. Herrgott, wird der Thomas eine Freude haben. Sag einmal, du redst aber wirklich spaßig daher. Nein, ich bin heute halt einmal ein spaßiger Kerl. Und? Passt er? Wunderbar. Wir angossen. Und federleicht ist er. Das ist auch eine Maßarbeit. Jetzt verstehe ich schon, dass er in den Sue so verliebt ist. Was? Jetzt weiß ich auch, wer du bist. Ich? Warum? Wer soll ich denn sein? Da soll's bloß so wimmeln vor lauter schillernde Frauen, hab ich gelesen. Mhm. Du, mit was schillern die? Ja, mit was schillern die? Mit den Augen schillern sie, nicht? Ach, bloß mit den Augen? Dann erschüren sie ja. Nein, da winken sie. Ja, wie machen sie das? Ja, so. Und dann sagen sie, komm mit, Bubi. Das sind die schillernden Frauen. Ja, das sind sie. Du, und auf das Lauf, da kriegt ja jeder einen Mann. Ja, nicht der jede, aber oft. Das probiere ich auch einmal. Na, sei so gut. Dann erschlag dich deinem Vater. Mit meinem Vater kann ich mich über sowas nicht unterhalten. Mit meiner Mutter erst recht nicht. Na ja. Fährt dich gut. Ich gehe ja noch gar nicht. Fährt dich, habe ich gesagt. Vierte. Ja, was ist denn? Was ist denn? Sag mal, möchtest du da herin über Nacht bleiben, oder was? Nein, das grad nicht. Du, Wastl, hä? Wenn der Thomas heimkommt, ja, dann sagst ihm, er muss nicht verzweifeln wegen der Räumung.
Ich hab schon ein gutes Wort eingelegt beim Vater. Ja, ich werd's ihm sagen. Aber das vom Heiraten, das sagst ihm nicht. Und dass er mir narrisch gefallen tät, das sagst ihm auch nicht. Warum nicht? Mei, eine Frau darf einen Mann nicht gleich alles merken lassen. Aha. Na ja, sonst ist der Reiz beim Teufel. Ja, ja, freilich. Ja. Jetzt geh. Ja, sei so gut. Vierte. Ja, was ist denn? Ich hab glaubt, du gehst. Du, Wastl. Noch was? Was tun denn die schillernden Frauen mit den Mannsbildern? Heiraten tun sie's. Bist jetzt zufrieden? Heiraten? Ja. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Hoffentlich kriegt die keine Kinder. Ja, Kruzi Nesen hat der Tee drinnen fürs. Die müsste ja zum Kraut einstampfen gehen. Na, die mache ich heute nicht mehr. Übermorgen sind wir arbeitslos, obdachlos und mittellos. Weißt du was, Wastl? Mach Feierabend, geh ins Wirtshaus und kauf dir ein paar Maß Bier auf Abzahlung. Das wird das Beste sein. Schadele. Halt. Ein Meister muss ich noch ein. Doch. Ausgezeichnet. Hervorragend. Bloß kann ich nicht so viel Fett vertragen, weißt du? Also muss ich gleich einen Schnaps drauf trinken. Ich hätte auch lieber was anderes hingestellt. Okay. Ja. Deshalb habe ich es doch nicht gesagt. Ich wollte nur meinen Magen damit essen. Und der hat's gefressen. Jetzt hat man so. Die Welt will belogen sein, Conny. Und der Magen auch, musst du merken. Sorgen grad nur und dann noch nichts Gescheites zu essen. Mhm. Hab's auch, dass man gesund ist. Lieber reich und gesund, als wie arm und krank. Schau, was hat jetzt so ein Armer von seiner Krankheit? Nix. Was da? Hä? Ich geh jetzt zu meiner Schwester. Um ein Geld? Ja. Du wirst keine Ehe aufheben. Das kannst du ja denken. Aber ich muss doch was unternehmen. Wir können doch nicht am Thomas alles allein überlassen. Wenn's nur was nützt. Oh, aber ich wieder allerhand zum Herrn kriegen. Oh, nee. Jetzt pass auf, Wastl. Es kann sein, dass ich heute nicht mehr heimkomme. Ja. Ich kann doch nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, ne? Ja, ja, freilich. Wenn der Thomas kommt, dann müsst ihr euch heute allein helfen, gell? Ein Kaffee und ein bisschen Milch ist noch draußen. Ja. Kartoffeln sind wahrscheinlich auch noch da. Genügend? Ja, dann bin ich schon beruhigt. Du weißt noch. Hä? Und in dem kleinen Diegel, da ist noch ein bisschen Fett drin. Da könnt ihr euch dann größte Kartoffeln machen. Glaubst du, die hört nicht auf mit ihren Kartoffeln? Ja, geh nur zu, wir werden uns schon was zusammenbanschen. Ja, und tut's mir ja sparen. Bei die Kartoffel bestimmt. Oh, mei, es ist ja sowas. Naja. Es nützt ja nichts. Packen wir's wieder. Grüß Gott. Ja, das Fräulein Zinzel. Brauchen wir wieder mal ein paar Schuhdoppeln, hä? Ja, woher weißt jetzt du das? Ja, jetzt ist doch die Wallfahrer-Hochsaison. Es ist immer ein Segen für uns Schuster. Diesmal hast du es dir geraten. Da. Ja, sag einmal. Wo bist denn du gewesen, dass deine Schuhe gar so zerfetzt sind, hä? Im Maria-Schnee. Oje. Ja, das ist ja 12 Stunden zu Fuß. Ja, was tust denn du im Maria-Schnee? Soviel ich weiß, ist ja das eine Wallfahrt für einen Kindersegen. Ja, ja, eben, deswegen. Kinder sind ein Segen Gottes. Möchtest du heiraten? Ja, jedes Jungsmadel möchte heiraten. Ja, das stimmt schon, aber was sagt denn da dein Vater dazu? Der will's ja haben. Ja, und einmal muss ich es auch lernen. Was? Was heiraten. Ach so. Ja, und darum lasst ihr ja auch das Häuser da herrichten. Mhm. Und ganz